überlege ich noch. Übrigens, meine Renown-Zahl ist 100-100. Strong? Ich spiele nicht mehr, ne? Ich mag die Zahl. 4444. Nee, 100-100. 100-100 ist sympathisch. Glatt. 100-100. Also 1-0-0, 1-0-0. Naja, ist halt glatt. Ja. Nehmen wir ja. So. Okay, sieht halt clean aus. Hey, clean. Jeder Programmierer, jedem Programmierer geht das Herz auf. Wobei, es ist nicht weit weg von 1-0-1. Ungerne gesehener Fehler. 0-1-0, also 1-0-1, 0-1-0. Sogar gerne gesehen. Okay. Ach ja. Ah ja. Frag nicht. Anime-Poker. Nee, Anime-Standardblatt, Entschuldigung. Das Gute ist, es ist not safe, es ist safe for work, finde ich gut. Stuck! Oh, stuck. Wieso habe ich das Gefühl, dass es DOA ist? Safe for work. Nein, weißt, DOA. Was ist, Kevin? Okay, cool. Geht dabei. Und dann habe ich noch das hier, was auch immer das ist. Holy fuck. Denk nur daran, dass Kevin Street. Und ich das letzte Mal auf ihn gehört habe, oh, ja, der da live geredet hat. Holy shit. Bevor ihr die. Das ist close to not safe for work, machen wir mal nicht. Ja, deswegen habe ich das ja gerade. Ja, alles gut. Was für Yu-Gi-Oh! Karten? What the fuck? Keine Ahnung. Bree, was ist falsch bei dir? Bree. Und wann, dann noch, was auch immer das ist. Das ist Magic the Gathering. Aber mit Hass. Was oder? Auch immer. Ist das Magic the Gathering? Doch, müsste Magic the Gathering sein. Also dran steht Android Netrunner Deckbuilding. Android Netrunner? Steht doch rechts http://netrunnerdb.com irgendwas. Ah, okay. Kenn ich aber auch nicht. Das ist dann wieder so ein möchte gern. Magic the Gathering. Und dann habe ich noch das hier, was du dir nicht angucken solltest. Ich habe zum Glück. Hier ist safe for work. Die kannst du dir angucken. Warte, andere Seite. Angucken. Ich erkenne so ein paar Charaktere wieder natürlich. Logischerweise. Hinata, meine. Was ist die Ei? Ah, nein. Okay. Und die hier solltest du hier nicht angucken, glaube ich. Na, wobei das sah auch sehr zensiert aus gerade. So im Augenwinkel. Zensort. Ja, okay. Sehr. Ich habe einen schwarzen Balken über den Bubas gesehen, also. Achso, ja, okay, das ist dann nur bei dir. Vielleicht war es auch nur der Rücken. Können wir eigentlich mal drüber reden, dass. Das ist der Kartenrücken. Die ganzen Hentai-Sachen meistens in der westlichen Welt deutlich weniger zensiert sind, wie wirklich in Japan selber. Ja. Außerdem, hä, ist das nicht voll okay? Es ist mittlerweile nach 22 Uhr. Nacktheit, schwierig. Grundlose Nacktheit an Twitch ist immer noch weg. Bist du sicher? Weil es gibt mittlerweile auch Twitch-Streamer, die da nackt sitzen. Ja, nein. Fast nein. Die sind auch direkt gebannt worden. Nachdem das released wurde, die haben nach einer Woche sind sie zurückgerudert. Wenn überhaupt. Ja, das so, war tatsächlich, was du meinst, quasi, da war ein Testverlauf, also so ein Testding, wo sie die oberkörperliche Freiheit getestet haben. Bedeutet, dass Mann wie Frau oberkörpernackt sein darf. Da, wie Chris schon sagte, sind sie nach einer Woche so zurückgerudert. Und gesagt, nein, nehmen wir wieder raus. Wobei Bodypainter immer noch unterwegs sind, oder beziehungsweise Bodypainterinnen. Das ist was anderes. Aber ja. Es ist ja nichts daran, dass sie trotzdem nur mit malten Nippeln da sitzen. Ich wollte gerade sagen, nein, die müssen sich ja die Brustwarzen abziehen. Ja. Jetzt sind trotzdem bemalt. Nur. Und dann ist die beklebt. Dann ist egal. Trotzdem Bullshit. Die Brustwarzen sind abgeklebt. Und du darfst dich auch nicht zeigen, ohne dass es. Also einfach nur so vor. Aber mal eine andere Frage. Chris Heiger, wo bleibt ihr? Ja. Ja. Das ist eine gute Frage. 50 Punkte für Gryffindor. was machen wir denn jetzt?
Tabletop auf jeden Fall. Alter. Swabbit, Autofahren. Mach mich. Einfach My Little Pony Uno, klatsch. So. Nein. Warte mal, ich. Frozen will ja eh nicht dabei sein, ne? Willst du noch mithören oder soll ich dich von uns Vieren erlösen? Frozen. Mach was du meinst. Das klingt nach einem ganz klaren, es ist mir egal, dann bleiben wir erstmal hier, bis du auf bist. Was weiß ja nicht. Ja, okay, Psycho will uns loswerden. Was? Hör auf jetzt! Oh Jesus, wenn ich das jetzt schon bei Kevin im Stream sehe, wie ich eigentlich... Alter! Sorry für den Hörsturz an der Stelle. Ja, da alles gut, das Spiel ist immer noch lautlos. Für die Leute, die meinen Stream gucken. Wobei, ich wette, Morph ist in... Morph ist auf jeden Fall jetzt wach geworden, wenn er auf der Couch gepennt hat. Also... Bei mir ist das gar nicht so laut. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, das Erste, was mir in meinen Kopf vorging, war einfach so ein... Ja, so viel kann es ja für deine Zuschauer nicht sein, hast ja keine. Oh. Hashtag Hurensohn. Bist aber auch einfach ein schlechter Mensch. Oh, ich hab nie überhaupt ein guter Wert. Außer jeden Tag. Na, ich kann auch nett sein, bitte. Ups. Ja, wenn du willst. Leider willst du zu selten. Ja, nö, Kevin hat mich einfach ignoriert, der muss das sein. Achso. Ich hab dich clean ignoriert, meinst du? Okay, gut. Ich hab's nur nicht für nötig erhalten, darauf zu antworten, Psycho. Wenn du Bescheid weißt, wo ich war, glaube ich, von der Größe. Das nennt man auch ignorieren, Kevin. Nein. Wenn ich es mitbekomme und nur nicht darauf reagiere, heißt das nicht ignorieren. Kevin? Ja, bitte. Wenn ich dir ein Spiel schenke, spielst du es mit mir? Nein. Okay. Oh, Jesus. Oi, Kev! Ja, das ist mal, man mal kurz auf den Pott und schon hat sich Rainbow total geändert. I know. Wie lange warst du auf Bord? Ja. Der wollte raus, ohne dass ich ihn rauslassen wollte. War das eine Anspielung darauf, dass ich meinen Titel ändern soll? Hat er doch sogar geschrieben, ich meine nur Twitch-Kategorie und so. Achso, okay. Da hab ich doch gar nicht rüber geguckt gerade. Weil ich gerade tatsächlich genau dabei war. So, können wir es jetzt aufhören mit dem Würfel? Ja, diese schlimmen Streamer. Ist so. Wenn also, ich mal 10 Sekunden brauche, um in den Chat zu gucken, Alter! Ja, das ist schon viel zu lang, Kevin. Es gibt Leute, die kriegen das hin mit mehr Zuschauern. Oh oh. Oder mit wenigern. Oh oh. Oh. Instant Wall. Ja. Mach ja einfach den Chris. So, warte. Chris braucht ja Rechte. Jeet! Rechte? Gib dir gleich noch Rechte. Dann gebe ich dir eine linke. Und was ist mit der mittleren? Psycho, gibt's irgendwas, was du spielen wollen würdest? Skipboard zum Beispiel. Exploding Kittens. Ja, ich überlege tatsächlich gerade. Lügner mit mehrfachen Decks. Arschloch, nur mehrfache Decks. Warte mal, Arschloch mit mehrfachen Decks, das kann man doch gar nicht... Ohne mehrfache Decks. Ah.
Aber Arschloch zu viert geht sogar ganz gut, oder nicht? Ja, das ist richtig. Also, wenn du Bock hättest, Psycho. Klingt nicht so. Das war minimal. Komm, du willst es. Nicht. What the fuck? Ich hab $25. Warum sind die so groß? Möchtest du Brettspiele mitspielen? Hallo. Hallo. Oh mein Gott, Alter. Celine. Brett- und Kartenspiele, wichtig. Voll der Klugscheißer, ja. Willkommen bei Chris. Chris. Ja oder nein? Oh, money for you. Ja. Gut. Ja. Brauchst du Steam für? That's all. Ja, sie hat das ja nicht. Noch nicht. Erstmal recht die Abuse nicht bekommen. Top. Ne? Das ist offiziell nicht mehr mein Job. Dafür werde ich unterbezahlt. Ja, du wirst gar nicht bezahlt. Deswegen ja! It's raining man, hallelujah. Wirklich? Scheiß Troll! Er macht halt außerhalb der Sonne, der Wichser. Also ich bin eher für Pink Fluffy. Pink Fluffy Unicorn. Dancing on Rainbows. Wirklich? Ach Gott, Glasi. Einfach clean eine Linie gezogen. Man sieht halt in meinem Stream den absoluten Alter. Hey! Wohnst du eine Sache für dich, ja? Nein! Jack! Ich muss gerade. Du nicht! Ich muss gerade Glasi aufhalten, I'm sorry! Ich umrande den Tisch. So. Muss ich noch auf den Code warten, dann kriegst du gleich von mir einen Code zu dem. Alter. Aber ich muss auch erstmal ein bisschen besser was für ein Spiel. Du musst gar nichts. Du musst warten, bis ich den Code für das Spiel habe, was ich dir gekauft habe. Ja, guck Warum mal! Ich das doch auch kaufen können. Nein. Willkommen bei Skrinex, wo man in diesem Spiel einfach nur noch freiwillig. What the fuck, Bruder? Okay, nein! This is not, this ain't my job anymore. This is too much. Apropos, dann brauchen wir bloß so einen Tisch. Ja, das ist so richtig. Ich mein, danke. Ja, lutsch bitte leise. Lol. Attacke! Was? Ich hau mich selber, warte, ich will Kevin eine überbratzen. Geht! Mein Drachen wird. Huch! Huch! Das, Huch! Nein, können wir ruhig machen. Mir ist das recht egal, was wir machen. Huch! Okay, warte, schlafen. ich mach das Ganze. Nee, nicht schlafen. Menschen verbrennen. Nee, auch nicht. Ja, dann doch. Doch, fühle ich. Ich calle jetzt einfach mal, ich bin bei allem dabei, was nicht Phase 10 ist. Alles klar. Ich hab ein Problem. Ich hab mein Veto drin. Irgendwo sind noch Sachen von mir gesagt. Ah. Habe mein Veto geschafft. Bin happy in meinem Leben. Der Fan läuft das denn über einen scheiß Link? Was ist denn für ein Tisch? Das ist der Standardtisch, I'm sorry. Das war aber nicht der richtige. Ja, warte. Irgendwas lebt bei mir nicht mehr. Wir haben noch. Wait. What the fuck? Ach, Autosave. Deswegen. Lean? Mhm. Bei den Autosave laden. Schreib mir mal kurz bitte deine E-Mail-Adresse. Die Dinger laden bei mir nicht, die Chips. Nee, das ist ein... auch bei mir nicht geladen. Oder kriege ich das so hin? Das ist ein... warte. Ja, weil ich sie gelöscht habe. Ich krieg das auch so hin. Hier lädt auch irgendwas nicht. Glasi macht das Spiel wieder kaputt, Mensch. Nee, ich hab schon kaputt gemacht. Nee, Glasi, du hast zu viel gespawnt, bei dir lädt allgemein irgendwas immer nicht. Ah. Gib sonst mal einem von uns raus und dann reconnectest du so oder so.
Du hast dein Spiel überfordert, indem du viel zu viele Sachen gespawnt hast. Ja. Ist interessant, dass der Host damit sein eigenes Spiel fickt und sonst keinen anderen. Guck mal, jetzt muss ich nicht mehr was laden. Ja, nee, du lädst immer noch. Ja. 94% dauerhaft. Ja. Dann bleibt das jetzt so. Nee, du wirst immer Sachen nicht sehen können. Mick, ich kann das nicht öffnen. Guck mal, das sehe ich doch. Dann gib mir wirklich deine E-Mail-Adresse. Geht jetzt ganz die E-Mail weiter. Und weg. Aber Glasi, geh mal wirklich reconnecten. Bitte, danke schön. Irgendwas lebt bei dir halt wirklich die ganze Zeit nicht. Es führt sonst nachher zu uns und zu Problemen. Ja. So. Alles klar, wir haben den Host rausgekickt. Ich bin happy mit meinem Leben. Alles erreicht. Nein, aber die hat wirklich was nicht geladen. Ja. So, hab sie dir gesendet. Wahrscheinlich ist Heiko jetzt clean rausgeflogen, weil er nicht reingetappt war. Nö, er müsste immer noch nachdenken, oh, eigentlich. Ja, ich den Server hochjoinen. Du musst dann einfach nur auf den Link klicken, dich da anmelden und quasi bestätigen, dass das du das Spiel haben möchtest. Das meintest du mit, deswegen hat sich der... Ja. Das mit ja. Bei dir hat auch nichts geladen hier? Nee, aber ich sehe bei Glasi schon wieder diese schöne 82. Ja. Ja. Bei Glasi gehen wir wirklich ganz reconnecten. Alte 4. Genau. So kann man auch reconnecten. Ich find's interessant, wie man bei Alt F4 eine bessere Host-Migration hat, wie wenn er jemanden auswählt, dem er den Host gibt. Ist auch strong, oder? Nee, ich hab schon lange Gif-Host gegeben, jemandem. Also, Kevin, wirklich, das, also... Was? Nee, wenn er Alt F4 drückt und er Host ist, dann ist der Server zu. Okay. Morgen! Da ich wem anders gerade schon Host gegeben habe... Hat sich das... Ne? Ja, okay. Ich verstehe. So, und Chris sagte, der ist bei allem dabei, außer Wizard, oder wie war das? Ich habe gesagt, ich bin bei allem außer Phase 10 dabei. Wizard sehe ich nicht. Ich bin für Phase 10. Ich bin auch für Phase 10. Mein einziges Veto, was ich habe, ansonsten jedes andere Spiel bin ich dabei. Warum zum Fick habe ich kein Skript? Von 5 Spieler Schach zu Siedler von Katan zu weiß ich nicht, womit der noch kommt. Skibbo. Auch okay, Arschloch, Lügner, keine Ahnung. Arschloch zu 5 weiß ich jetzt nicht. Auch. Mit 5 ist lustig, ab 6 wird schwierig. Hat es funktioniert? Warte. Hatte ich nicht mal einen 6-Spieler-Skip hier? Ah, nee, das wollte ich mal bauen. Wo musst du dich eigentlich anmelden, Psycho? Ich habe keinen Code bekommen, sondern die haben mir diesmal einen Steam-Link geschickt, wo drunter steht, so aktivieren sie ihren Steam-Gift-Key. Einfach auf den Steam-Link diese E-Mail klicken. Danach werden sie gefragt, ob sie ein Produkt eines existierenden Accounts hinzufügen möchten oder einen neuen Account erstellen möchten. Folgende Anweisung auf den vom Steam und dem Produkt wird auf den Account hinzugefügt. Wo hast du gekauft? MMO. Okay, wild. Was ist das hier? Warum hast du nicht bei Instant Gaming gekauft? Das ist geil. Warum habe ich nicht einfach 20 Euro bei Steam bezahlt? Und wie viel hast du bei MMO bezahlt? 99. Bitte? 4,99 €. Das ist wirklich billig. Edge. Das haben Kai und ich auch bezahlt, weil wir beide auch bei MMO geholt haben. Ich habe auch immer noch die. Cute ist ja schon, ne? Bin ich ehrlich. Also, von allen Monstern, weiß ich nicht, ob ich das als cute bezeichnen würde. Ja, doch! Das ist ein Reptiloid-Hühnchen. Oder ist irgendwie umgefallen. Goddammit. Der kann fliegen über dir, Kevin. Ich
ich bin auch die ganze Zeit am überlegen, mir Fallout 3 zu holen, weil die Uncut-Version bei MMO auch nur 6 Euro kostet. Ach, das war Skyo. Ah, Game of the Year Edition zudem. Wow. Irgendwie haben wir alle 0. Komisch. Was? Warte. Ich hau's einmal rein dafür, dass es gecancelt wird und dann bin ich eh happy. Okay. So, jetzt habe ich es reingehauen, jetzt wird es gecancelt und dann bin ich happy. Holy shit, okay, das Ding. Was lädt denn da gerade alles nicht? Alles. Oh, das war's dann mit Secret Hitler. Ja. Warte, ich habe noch eine andere Version, vielleicht lädt ja die besser. Tatsache. Merkel, die andere kannst du löschen. Korrekt. Aber ich persönlich würde das nicht denyen. Ich hab's ja nur geladen dafür, dass es denied wird. Ich deny es nicht. Was? Ich hab damit wir sind mit 6 Leuten, ne? Geht doch. 5. Also, das geht eigentlich ganz fit. 5. Ne, 5 geht auch. Ah, ja. Aber hier ist ja Pre-Packed Box für 5 Players. Ah. Erstmal muss das überhaupt mit diesem Link-Ding da klappen. Ich ja, ohne dass der Account dazu kommt. Also Accounts Gamble ist gerade runter. Stark. Ach, sieht jetzt gerade runter. Stark. Also, MMO traue ich tatsächlich sehr stark zu, dass da alles safe läuft. Ja. Müsste dafür, eigentlich, weil die ja, dafür ist MMO zu bekannt. Es gab schon Vorfälle, da wurde versucht, die Accounts abzuziehen. Da ist aber MMO ganz schnell mit dabei gewesen, dafür zu sorgen, dass die Verkäufer ihren Ruf komplett verlieren. Das ist und das gut. Ist nicht gerade selten vorgekommen, dass Leute es versucht haben. Die prüfen auch alles vorher. Das sind dann immer so, MMO sagt ja manchmal, dass bei manchen Spielen, es kann bis zu einer Stunde und also bis zu 24 Stunden dauern. Weil die das prüfen. Richtig, das erkennst du daran, das sind dann immer so Neuanbieter, die sie erst noch prüfen. Die wollen wirklich, die sehen deine E-Mail, die gucken sich die E-Mail an, die prüfen den Link. Oder in dem Fall den Code, ob da alles vernünftig richtig mit ist und dies und das und jenes. Und erst dann schicken sie es dir weiter. Und dann gibt es halt solche hier, wie bei Fallout 3, Lieferzeit 5 bis 10 Minuten. Dazu muss ich sagen, ich weiß nicht warum, ich habe es mittlerweile geschafft. Jede Seite möchte bitte meine Personalien haben, bis ich weiter bestelle. Außer Kinguin. Kinguin ist doch scheißegal. Ja, Kinguin ist aber inzwischen auch leider Drecksverein, sind wir mal ehrlich, die Angebote dort sind einfach nur noch Schmutz. Die andere Sache, die auch lustig war, war G2A. G2A hat gesagt, können Sie sich bitte verifizieren, vorher liefern wir keine Codes aus. Und dann standen mal 4 meiner Codes, ja, warte auf Verifizierung. Bin ich eine Stunde später reingegangen, habe 4 Codes geschickt. Top. Verifizierung? Welche Verifizierung? Hä? Irgendwie sind die Notes verschwunden. Vorher auch kein Schwein. Und MMOGA ist ein absoluter Ranzverein. Mein Ausweis war seit 2 Tagen abgelaufen. MMOGA hat gesagt, nee, ist gecancelt, mach dir 9. Ja, strong. Nicht. Wie deutsch wollt ihr sein? MMOGA, die nicht mal yes. Deutsch sind? Ja. Das wird mir stinken, wenn ich bin. Ja. Ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie tatsächlich die Daten irgendwie ablesen können für internationale Ausreise. Ja. Und das Programm Instant gesagt hat, nö, ist nicht mehr gültig, Abfahrt. Ja. Das Belastende ist jetzt, eigentlich würde ich am liebsten gerade fragen, laden wir das andere Secret Hitler, damit ich wieder speichern kann, aber nein, das machen wir jetzt nicht. Ich machen, alles gut. Danke, Baut. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Secret Hitler überhaupt durch war. Was war mir ein Joker wie alles andere? Warum sind hier 3 verschiedene Worte? Für 5 bis 6 Spieler. Bin drin, was soll ich machen? 5 bis 6 Spieler, für 7 bis 8 Spieler und für von 5 bis 6, 7, 8 und 9 und 10. Möchte mir das auch speichern, aber ich darf nicht. So, ich hab dich dich eingeladen. Ich wollte deine Farbe nicht ändern. Falsche gedrückt. Jetzt darfst du auch speichern. Save. Save Game. Secret Hitler.
Wuhu, ich hab's jetzt auch. Yay. Bitte. Oh, 5 oder 6 Player steht. Drin oder nicht? Nein. Nicht bei uns. Bitte sag nochmal einen Schicken. Aber ich hab dich nicht. Oh, ja, Morph! Double-Cover. Boah, er hat 137.000. Ach, das wurde mir nicht. Ja, aber irgendwie kann ich nicht beitreten. Warte, ich beende das nochmal. Mach mal Discord. Hä? So, bleib. Komm mal Discord, mach mal Videoübertragung. Das ist irgendwie sonst. Die nächste Woche noch hier versuchen nur dafür, dass du reinkommst. Ja. Versuchen wir mal. Jetzt haben wir nicht, dort ist gesperrt, dass Leute Freunde von Freunden. Der stand auf nur für Freunde, der Server. Den habe ich von Glasi so inherited. Lol. Top! Warte. Da so. Ich hab dich jetzt mal eingeladen. Ja, aber das habe ich gesehen, deswegen hat es ja auch gesagt, von wegen, wie der Bot hat sich wieder. Aber irgendwie hast du es auch heute mit Kaparos, ne? Der vorhin war auch Kaparos, meine ich, oder? Ja, Kaparos Triple. Kaparos ist heute dein Tag, also dein Emote. Oh. Dein Emote. Hudeldum. So ein dummer Eingedanke. Aha. Ey. Lol. Du darfst ja eine Farbe auswählen. Oh, okay, jetzt besser. Ich würde sagen, oh Jesus, 117er Ping. Wo soll das hinführen? Lilla. Sie ist neben Psycho. Also sollen wir jetzt Secret Hitler spielen oder spielen wir was anderes? Von mir aus können wir das spielen. Wird egal. Alles, was Psycho. Ja. Secret Hitler, ja, nein? Nee. Ja, dafür müsste ich zu viel nachdenken. Ah, ist okay. Ja. Okay. Ansonsten, Celine spielt das erste Mal. Entscheid doch mal ein Spiel, was er spielt. Boah, keine Ahnung, bitte. Jetzt bin ich überfordert. Exploding Kittens! Weißt du was? Wir machen einfach Exploding Kittens. Das kennt sie. Heide. Was lädt Kevin jetzt? Ich hab Angst. Explodierende Katzen. Sind 4 Bomben genug dafür? Bei 6 Leuten? Bei 5. Nur immer 6? Keine Ahnung. Weil ich es vorhin angesetzt habe, deswegen haben wir jetzt alle einen Denkfehler. Und weil Fjörsen noch da ist. Also Zerdin, das sind explodierende Katzen, ne? Oh nein! Aber explodieren? Du bist doch so klein. Exploding. Du kannst Alt drauf drücken und dann siehst du die Karten in groß, musst du nicht selbstständig ran. Ja. Das ist aber die Safe for Work Version. Das ist richtig. Das ist die deutsche Version. Die deutsche Version gibt es auch noch in Safe for Work. Ja. Ich kann auch die englische alternativ rausholen. Ja. Wollte gerade suchen. Also, lesen musst du da gar nicht wirklich. Also, für alle, die wissen ja, wie können ja Englisch und ich kenne die Bilder und ich. Wow, können alle Englisch? Also ich kann irgendwie kein Englisch, glaube ich. Was? Digga, könnt ihr jetzt aufhören, die hat landet. Danke. Mein Englisch ist not yellow deck, but it goes. Ja, es gibt Wer goes it? Zukunft sehen, explodierende Katze, Ed Sheeran. Ja, Kevin. Let's go. Warte. Das ist doch gar nicht auseinander, so die Idiot. Gesundheit. Elite. Ich würde sagen, weg mit dem Save for Work. Diesen Drecksverein da. Musst du nicht. Ach nee, der macht das alles automatisch, ne? Wollte gerade sagen. Achso, warte. Haha. Ah, okay. Verstehe ich dieses Spiel nicht. Deswegen, ja. Also, du nicht auch irgendwo... willst du eine kurze Erklärung haben von dem Spiel? Ja, bitte. Alles klar. Hatten wir das nicht mal bei Psycho gespielt auf dem Geburtstag? Nein. Ich habe Exploding Kittens leider nicht. Hat aber wer mit? Es gibt verschiedene Karten. Es gibt einmal, das sollten alle Aktionskarten sein. Habe ich was vergessen? Ja. Warte. Die Sammelkarten. Ja, noch. Diffuser und Schärfen. Oh, die sind süß!
Also es gibt verschiedene Karten, da steht auch immer drauf, was die tun. Also zum Beispiel bei der Attack-Karte steht ja drauf, dass du deinen Zug beendest. Und damit gibst du deinen Zug und was auch immer. Ich würde sagen, Chris, red mal bitte okay, drei Oktaven. Fangen wir erstmal anders an. Ziel des Spiels ist es, dass du der letzte Überlebende gibst. Es gibt 4 Bomben. Und wenn du eine Bombe ziehst, musst du entweder einen Schärfer spielen, wenn du einen hast, die da startet mit einem. Und wenn du keinen hast, und dann bist du gut. Tot. Dann bist du eine Runde tot und du bist draußen und der Rest spielt noch weiter, bis du noch einen Überlebenden hast. Und das Spiel läuft so ab, jeder kriegt am Anfang 4 Karten auf die Hand. Und es läuft dann Reihe um und du beendest jedes Mal deinen Zug, indem du eine Karte ziehst. Siehst du eine Bombe, musst du diese Karte zeigen und in den Schärfer legen, wenn du hast, wenn nicht, legst du die ab und die Bombe ist raus. Das ist vorbei. Dann bist du halt tot. Und dann gibt es halt diese 6 Karten, die hier liegen. Die hier, kannst du auch mit Alt drüber gehen, dann kannst du die lesen. Musst du nicht selbstständig ranzoomen. Fang mal an, geh halt durch. Damit du die Karte lesen kannst. So, zum Beispiel mit der Attack-Karte würdest du deinen Zug beenden, ohne eine Karte zu ziehen, und der nächste Spieler muss 2 Züge machen. Bei der Attack-Karte gibt es eine Sonderregel. Wenn du jetzt spielst, zeigst du es als Nächsten dran, der hat auch eine Attack-Karte, der legt ein, dann sind beide seine Züge vorbei und ich muss 2 Züge machen. Also du leitest ihn einfach weiter. So, dann gibt es eine Skip-Karte, damit beendest du einfach deinen Zug, ohne eine Karte zu ziehen, wenn du zum Beispiel Angst hast. Bei der Favor-Karte muss dir ein Spieler eine Karte geben, seiner Wahl. Dann gibt's hier The Future, du darfst die obersten 3 Karten sehen. Du siehst die obersten 3 Karten nur für dich. Das. Oder? Ah ne, da unten ist das. Ja, Entschuldigung, ja, alles gut. Hab nichts gesagt. So. Also da darfst du die obersten 3 Karten sehen, die siehst nur du und die legst du dann auch wieder zurück, so wie die sind. Beziehungsweise du hast ein Skript, was das sogar für dich tut, musst du nicht mal selbstständig tun. Dann hast du eine Naubkarte, damit sagst du einfach die letzte Karte, die einer gespielt hat. Nö, ist nicht Ingo, die kannst du auch spielen, wenn du nicht am Zug bist. Also wenn jetzt zum Beispiel Psycho sich denkt, ich möchte meinen Zug skippen, du hast ihm gerade eine Bombe oben hingelegt, kannst du sagen, nee, mach mal nicht. Auf eine Naubkarte gelegen werden. Genau. Hat er gerade den Zombie 9? Nope und ein Nope und so. Dann hast du noch eine Shuffle-Karte, damit mischst du einfach nur Stack. Und dann gibt es halt, wie gesagt, die Diffuse-Karte, die dich rettet von der Bombe. Einmalig. Die wird dann abgelegt, dann ist gut. So, zusätzlich gibt es dann auf der linken Seite des Tisches diese 5 Sammelkarten. Okay. Kannst du dir alle angucken, da steht noch nichts drauf. Wenn du zweimal dieselbe Sammelkarte hast, kannst du beide rauslegen und von einem auf der Hand eine Karte klauen. Also du klaust bei ihm blind aus der Hand. Wichtig, Sammelkarten können nicht genobt werden. Nur die anderen Aktionskarten. Ja. So. Wenn du dreimal dieselbe Sammelkarte hast, darfst du alle 3 ablegen und dann einen Spieler fragen. Könntest du sonst zum Beispiel fragen, Kevin, hast du einen Diffuser? Und wenn er einen hat, muss er ihn geben. Goddammit, hier bitte. Wenn er keinen hat, hast du Pech. Und wenn du alle 5 hast, also von jeder einen, alle 5 verschiedene, darfst du die auch ablegen und darfst dir eine Karte aus dem Ablagestapel klauen. Deiner Wahl. Das kann Diffuser sein, das kann eine Angriffskarte sein, das ist scheiße hier. Und ansonsten ist das Ziel einfach nur Überlebe. Das Spiel spielt sich ganz einfach, wenn du mal... Dieser Moment, wenn man Mike gut ist, dass es sich realisiert. Okay, logisch. Holy shit, wie viele Karten kriegst du? Das sind deutlich mehr, wie ich dachte. Letzte Lade Cards. Ich dachte, das wäre ein Feedy am Anfang. Wer fängt an? Not. Jüngster? Wer ist denn der Jüngste? Die Jüngste. Ist das nicht skriptet, wer anfängt? Also, hat er jetzt nicht hier irgendwie so... Nö. Nee, okay. Nö. Oder? Steht bei irgendwem, dass der anfängt? Steht das unten im Chat? Bei mir nicht. Es sollte eigentlich jeder anfangen dürfen, wer wie was. Das okay. Ist relativ. Wenn der die das nicht anfängt. Das fange ich einfach an, weil ich ausgeteilt habe oder so. Ja, damit jetzt irgendwer mal anfängt, fang du an. Alles klar, Boyz. Ah ja, wenn du ein. Also du musst am Anfang der Runde eine ziehen. Nein. Dann kann. Nein?
Nein, nein, am Ende ist dein Zug deiner Runde, damit beendest du deinen Zug. Also, am Ende der Runde musst du dienen und ist es die Exploden Kitten, musst du sie halt direkt auflegen. Alles andere behältst du einfach auf der Hand. Ja. YOLO! Da sind übrigens noch 4 Bomben drin, bei 14 Karten und ein Entschärfer. Hm. Ein Entschärfer ist auch immer damit eingemischt. Also wenn ich zum Beispiel diese komische Katzenbombenkack da auf meiner Hand habe, muss ich die überlegen. Alter, Monster, ne? Ja. Oh, Digga, Chris. Ich hatte gerade den Monster. Ja, ja, da ist irgendwer durch die Anleitung durchgeruckt, also wow. Alles bei mir ein 2000er Ping. Holy shit. Sorry, war nicht geplant. Aber ich wollte gerade was in der Anleitung gucken. Was denn? Hier war der Sammelkarten. Achso. Mit 2 gleichen Sammelkarten kannst du was random ziehen. Mit 3 gleichen Sammelkarten kannst du dir was wünschen. Als ob der jetzt schon wen beklauen will, Alter. Was ist falsch bei dem Typen? Weißt du, was ich lustig finde? Die Anleitung ist für das Safe-for-Work-Deck. Ja, aber ist standardmäßig tatsächlich auch so. Diese 5-Card-Special-Combo. Okay, noch eine andere Sache. Dieses, ja, da brauchst du 5 Sammelkarten. Ja. Weil da steht, von wegen, wenn man die spielt, soll man die Anleitung auf dieser Karte ignorieren. Das heißt, diese anderen Karten, Skip-Karten und so, sollen dafür wohl auch zählen. Oh. Oder sehe ich das falsch? When you play special combos, ignore the instruction. Bei Tour of Kind steht extra dabei, dass das mit allen Karten ist. Bei den anderen steht es nicht. Und bei 5-Card steht, solange der Titel anders ist. Und als Hinweis, ganz unten drunter, steht, when you play special combos, ignore the instructions on the card. Und Instructions sind ja zum Beispiel, wenn du eine Skip-Karte hast, skip your next turn oder so. Ja. Deswegen die Frage, Special-Karten sind die, die würden ja dann theoretisch auch zählen. Was auch dabei steht, ist, dass die ganzen Karten genobt werden dürfen. Also die ganzen Special-Sachen. Also von mir aus können wir die dann auch noben und wir spielen wirklich nach den Regeln. Dass halt auch Special-Karten für die 5-Card Special, 3 of a Kind oder 2 of a Kind zählen. What the fuck? Ja, ja, aber dafür darfst du es nopen. Richtig. Das war halt so meine Frage, deswegen. Also mir ist das egal. Verstehe das richtig. Wenn du jetzt ein Double Attack dahin legst, dann zählt die Attack-Karte plus er darf sie. Ja, nee, tatsächlich beim Double ist es was anderes. Beim 2 of a Kind, also 2 gleiche. Müssen es die Katzenkarten sein, aber ab 3 gleiche. Nein, Chris, da steht, it no longer only applies of cat cards. It now applies to any pair of cards with the same title. A pair of scharfe cards, a pair of skip cards, inklusive. Geht sogar extra bei. Der Effekt von den Special Cards ist dann nicht mehr. Okay, also du kannst alle Karten nehmen, scheinbar. Und du brauchst 5 verschiedene, um eine vom Discard-Pile zu nehmen, einfach. Mir ist halt egal, wie wir das machen. Und die kann man nopen. Die kann man nopen, du kannst alles nopen. Du kannst alles nopen. Okay. Ob just got buffed. Heavily. Ist ja. Die Regelbeschreibung von Tour of a Kind ist so weird, ne? Aber egal. 3, 6, 8. Quasi, du darfst. Ja, ich ziehe einfach mal. Hat auch keine Bombe, was nicht. So. Also immer noch keine Bombe. Zwei, keine. Da sind 4 Stück drin! Wir haben schon 3 Karten gezogen von 16. Die Stolze wäre eigentlich schon gewesen. Ah, nee, warte. Ich hab grad zum ersten Mal gezogen. Ja, ja. So, Celine, du hast jetzt die Möglichkeit. Aber wir haben schon eine von deinen Spezialkarten zu spielen. Oder einfach eine Karte zu ziehen von dem Deck. Eine Karte ziehen kannst du durch Rechtsklick Draw oder indem du die Zahl, wie viel du ziehen möchtest, drückst auf deiner Tastatur. Einmal drücken, also 1 und wegziehen. Ja, wenn du zweimal 1 drückst, ziehst du 11. Ja. Das wollen wir nicht. Ja, und jetzt kannst du die einfach nehmen, ziehst du in deine Hand oben rein.
Ich würde sagen, deine. Und jetzt meine, kannst du mit F die Karte umdrehen. So, wenn du Bomben gezogen hast, dann musst du sie rausziehen, also anderen kannst du behalten. Klarer Fall von keine Bombe. Keine. Oh. Keine Bombe gewesen sein. Oh, was ist das denn für Boner? Ich muss mal ganz kurz weg, bei mir ist gerade Feueralarm. Oh, da ist strong. The fuck? Ich meine, gut, kann auch sein, dass der Akku von dem scheiß Feuermann im Arsch ist. Oder Tease the Future? Oder? Ja, ja, genau, wenn du da drauf drückst, dann kannst du. Drückst du drauf. Wirst du sehen, musst du nicht mehr selber machen. Die sind nur für dich umgedreht. Okay. Die Karte, wo First drunter steht, ziehst du, Second ziehe ich und Third ziehst du. Also ich, du, Kev. Ja. Okay. Und jetzt wieder dann einfach zurück. Genau. Okay? Weiter Future, genau. Gut. Das ist ein cooles Skript tatsächlich. Meinst du, es ist sicher für mich? Find es heraus. Botze. Strong. Ey, ich hasse Feuermelder. Warum? Ja, weil die schon anfangen zu piepen, wenn die Batterie leer ist. Ja, das war so klar, ne? Und es ist genau das gleiche Piepen. YOLO! Ach, BAM! So, das war eine Bombe. Du hast nicht gefragt! Nö, tu ich auch nicht. So, du hast jetzt oben einen Button unter Flip namens Teugel Blindfolding Everyone Else. Ach, das weiß ich. Also, Zeiko, oben. Unter Flip und Modding. Ach so, okay. Celine, andersweitig, du kannst auch B drücken. Nee. Mach mal nicht, sonst geht das Skript kaputt. Genau. Geh mal wieder raus. Denk. Nee, kaputt geht's nicht. Okay. Alles gut. Dann Kevin, drück mal. Du siehst ja eh, ob wir blindfolded sind. Du siehst es oben rechts. So. Ja, what the fuck? Nicht auf Remove Blindfold drücken. Das kann Kevin für dich auch selbstständig machen. Das ist gut. Richtig. Nee, das hab ich nicht. Ich hab da oben drauf gedrückt und dann seid ihr alle raus. Genau. Du toggle Blindfolding on everyone else heißt, dass du jeden anderen gerade erstmal blind machst. Das ist, damit du das drücken kannst, wenn du deine Karte verdrückt drunter legst. So, was jetzt passiert ist, Kevin hat einen Entschärfer gezogen. Der darf dann jetzt die Bombe, die er gezogen hat, in das Deck nicht mischen, sondern legen auf eine Position seiner Wahl. Fällt deswegen durch. Dürfen wir da nicht hingucken. Lassi ist jetzt trotzdem dran. Hast du einfach oben drauf gelegt, oder? Mit Sicherheit habe ich das getan, Chris. Total. Geil. Hat er gemacht. Die lag nicht oben drauf. Ja. Jetzt ist Celine wieder dran. Und das ist... Ja? Ich hab das Spiel immer noch nicht so ganz verstanden. Also, dein Ziel ist es einfach nur zu überlegen. Du hast jetzt verschiedene Sammelkarten. Wenn du zwei Sammelkarten, zweimal dieselbe Sammelkarte zum Beispiel hast, kannst du sagen, ey Psycho, ich möchte von dir eine Karte klauen. Oder von mir, oder von Kevin, oder von Blasi. Wenn du drei hast, kannst du nach, wenn du jetzt drei mal die Karte mit demselben Namen hast, kannst du zum Beispiel sagen, gib mir doch mal deinen Diffuser. Belastend. Genau, oder wenn du halt fünf verschiedene Karten hast, dann darfst du dir einen aus dem Ablagestapel holen. Da ist zum Beispiel gerade. Oder ja, nicht. Ja. Oder du ziehst eine und wenn du eine explodierende Karte hast, musst du sie rausziehen, so wie Kevin war. Du drehst die Karten sonst mit Q und E. Wird das nochmal passieren? Nee. Gut. Ja, dann, Psycho. Ja, gehst wieder in die Zukunft gucken, hast du Angst? Ja. Das ist okay, damit kann man nochmal leben. Frag ich ja erstmal ihn. Süß. Dann frage ich ja erstmal ihn Boob Wizard. Yay! Darf ich gucken oder möchte wer was dagegen unternehmen? Ja, guck mal du. Er hat ganz viele Geheimnisse. Ah! Aua. War ein bisschen laut. Ja. Das klingt an einer Doppelbombe, so wie du gerade stockst. Instadef, indeed. Wie machen wir das denn jetzt? Dann hier, gehen wir daheim. Ich hätte gerne einen Diffuser aus dem Ablagestapel. Ich will den. Lassen. Wie schön. Ja, gut, Nacht. Ja, gut.
Einmal blindfolden, bitte. Hallo? Ja, machst du das hier? Ja. Ist ja gut. Das klingt danach Auftrag, tut mir leid. Ist ja gut. Darfst trotzdem noch eine ziehen. Nice. So. Ja, mal. Ah! Das war ein Solo-Ding also. Ich kann dir sagen, Kevin, ist ein nettes Vögelchen dabei. Ah, na dann. Ich hätte dann mal gerne... eine Karte von Glasi. Ah. Ich will eine Karte von dir klauen. Wow. Hat er den Infuser erwischt? Clean. Mhm. Oh, hier kriegst du eine nette Olde. Alter. Oh ja. Olde. Du machst es nicht mit. Ja. Glasi ist dran. Bin ich das? Dann Kevin, gib mir doch mal meinen Diffuser wieder. Strong? Not gonna lie, der war gut. Ah. What the f- What the hell just happened? Ja, gut. Ich versuche die drei Sammelkarten darauf zu legen, dann keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ah lol, du hast die Decks wahrscheinlich mit hier dem mit der Anleitung gepackt. Ja, kriegst du wieder. Da bitte. Können wir die? Ja, danke. Geh die mal entfernen. Sie sorgt nur für Fehler. Das war nicht schön. Und dann zieh ich einfach. Und fuck you. Die Anlage. Well. War meine. Ah, ich sehe schon kommen. Aber Celine, Kevin, der Grund, warum ich gelacht habe, ich habe halt nichts zum Schaufeln, ich habe nichts zum Skippen, ich habe keine Attack-Karte und ich sehe, da ist eine Bombe mit zwei Schaufelkarten dahinter. Toll. Solid. Toll. Das heißt, Celine kriegt jetzt eine Schaufelkarte. Nee. Es sei denn, sie kriegt direkt eine Bombe. Ich habe eine gezogen, du hast eine gezogen. Achso, ich muss ja auch noch ziehen, ne? Achso, nee. Stimmt. Ja. Nee. Nee, ach nee, ich habe ja gerade die Bombe. Sorry. So, Celine, wollen Sie eine Karte spielen oder wollen Sie einfach komplett YOLO-mäßig einfach eine Karte ziehen? Ich find's nämlich witzig, dass ich bei ihr einfach Clean Echo hab, ne? Hallo, Echo. Fast 24/7. Ja, aber ich als einziger, komischerweise. Ja. Den Jungen ein bisschen laut. Maybe. Ich hab aber die bessere Schaffelkarte. Nee, ich hab auch Echo. Stimmt. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie süß findest du das Vögelchen? Die ist cute. A little bit, stoned, oh. Aber cute. Kaboom. Musst du den Diffuser ablesen? Das ist die grüne Karte. Yep, auf den Haufen. Nature Documentaries. Jetzt musst du die Taste drücken, die Jungs dir jetzt auftragen, welche du drücken oben musst. Oben unser Flip steht Toggle Blindfolding Everyone Else. Da drückst du jetzt drauf. Quasi hier. Ja. Dann drehst du die Bombe um. Und mit ziehst F. dann einzeln die Karte, genau mit F, und ziehst dann einzeln die Karten vom Deck runter, legst die Bombe dann irgendwann rein, wohin du gehst, und bringst die Karten so wieder zurück, wie sie waren. Kannst du einfach oben drauflegen, aber ich gebe dir einen Tipp, wir hören was noch. Also falls der wer drauf achtet. Den würde ich immer ein paar mehr ziehen. Ich habe tatsächlich den Ton komplett aus. Achso. Durch diese Würfelaktion da. Ja, dann, was meinst du? Überrascht mich nicht. Psycho. Ja. Dann. Ich werde das jetzt bereuen. Wie? Warum habe ich ein Echo zwischendurch bei euch drin? Nein. Ich kann es dir leider nicht sagen. Nein, das war aber eine andere. Vielleicht ist mein Kopfhörer zu laut. Boy Cleaning. Wobei. Gönnt sich Psycho. Primär, du hast ja Headset-Mikro, ne? Ja. Neigen sowieso relativ gerne dazu, dass wenn du länger still bist, die deinen Pegel hochschrauben, wenn du noch irgendwelche andere Geräusche in deinem Raum hast und dann fängt irgendwann an, das Headset übers Gehäuse hinweg deinen Ausgang
ins Mikro über zu übertragen. Aber keine Sorge, mein Headset-Mikrofon pegelt mich gerne runter, weil ich dem zu laut bin und alles andere an Hintergrundgeräuschen hoch, weil es zu leise ist. Solid. Stop. Ich gehe mal in die Zukunft gucken, ich vertraue Salko nicht. Machst du nicht? Nee. Da bin ich mir lieber erstmal ein Schmetterling an meine Genitalien. Yay! Und guckst dann mal, wo es sich hinführt, vor allem. Ja. Jeet. Ist ja auch mal. Ah! Mensch. Ja. So wie der reagiert. Ich habe einen Toilettenwerwolf. Be gone. Ich würde gern schaffen, möchte was dagegen tun. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, so ziemlich alle Nope-Karten sind raus nach eurer Aktion. Weil der Psycho alle Nope-Karten hatte mit dir zusammen. Das ist schon. Es hat übrigens drei Bomben oben. Achso. Okay. Ballern. Das wusste ich nicht. Gut, es sind aber auch nur noch 5 Karten, also langsam wird's kritisch. Hast du einen Diffuser oder nicht? Natürlich hat er keinen mehr. Hätte ich ihn gelegt. Nein, dann, bleibt auf meiner Hand. Ja, aber. Kannst du mir auch noch klauen, wenn du willst. Nein, darum geht's nur, dass man sieht, dass du raus bist. Deswegen wollte ich sie vor dir entdecken. Ich steig meine Ziege, ne? Top. Okay, warte, dann können wir sie jetzt auch wieder zurück tun. See the future. Ja, ist gut. Oh, wirklich? Was sagt mir nein? Ja, Chris, wir haben nur noch 3 Diffuser im Deck, ne? 3 Bomben, ja. 3 Bomben, ja. Ja. Warte mal, hast du deine Bombe rausgenommen? Ja, wow. Die lag nur auf dem Ablagestapel. Okay. Ich hab gut geschaffelt, aber. Wie viele Karten? Ich hab richtig gut geschaffelt. Ich überspringe auch mal meinen Zug, Glasi, gönn dir mal. Ja, erstmal mache ich jetzt durch die 5 verschiedenen Karten, dass ich mir aus dem Discard einen Diffuser nehme. Ja, es sei denn, jemand möchte da was gegen machen. Es gibt keine Nope-Karten mehr! Hallo! Möchte mir was dagegen? Also, Celine, diese kleinen roten Karten, wo Nope draufsteht. Wenn, dann jetzt. Ihr habt die alle rausgeschossen. Die sind drauflegen. Ja. Wenn du sie hast. Es gibt halt wirklich nur eine. Lol. Okay, gut. Nun. Ja, dann zieh ich halt einfach. Ja, lol. Cantonope. Der hat das überlebt. Als ob der ernsthaft eine von den Sammelkarten da drin gezogen dann, hat. Celine, wow. Du bist. Herfahren. Was? Du bist. Das ist an deinem Zug jetzt. Nee, das ist der ganze Stapel. Geh doch mal meine Leiste, Mann. Ah! That's quite explosive. Yeah, it is. Und sie hat keinen Diffuser, oder was? Hast du noch einen Diffuser? Nein. Oh. Stopp, dann bin ich. Und scheiße, da werde ich eine Karte ziehen. Wieso? Verstehe ich nicht. Einfach nur, um zu wissen, wie tot ich bin. Also ich sag dir mal so, du musst 2 ziehen, du bist zu 100% tot. Ja! Nö, er kann ja noch Karten klauen. Nee, kann ich nicht. Tatsächlich. Ich hab die Missed Opportunity, die Glasi vorhin rausgeschossen hab, leider ganz klein. Du kannst erstmal deinen ersten Zug machen. Ja, einfach, ne, aus Prinzip. Okay. Bringt halt nicht viel, weil ich darf eh 2-mal ziehen und ja, okay. Ich hätte jetzt nicht 2-mal gezogen, du hättest nämlich als allererstes hättest du die Karte gezogen gehabt und dann hättest du nochmal ihn fragen können, aber gut, du musst nicht deine 2 Züge gleichzeitig machen. Ist egal. So, vielleicht hättest du ja eine Sammelkarte gekriegt, mit denen du wem hättest du ja trauen können. Du bist. Ja, YOLO. Ja, war ja klar, welche Karte da jetzt noch lag, nachdem Kevin 2 gezogen hat. Hast hab du einen Diffuser? Nee, du hast den. Wie eure Handkarten. Ich weiß, wer die Karten. Jetzt will ich aber auch mal wissen, ne? Oh, wow. Alter, und das allerlei. Ich hab noch alles bei Celine auf der Hand. Holy shit. Ja, die hätte zweimal angreifen können, eine Notkarte. Du hättest die sogar überspringen können. Ja. Ich kenn das Spiel nicht, lass mich in Ruhe. Wir haben sie dir ja vorher sogar. Ich verstehe das Spiel nicht. Oh, du bist so laut. Warte mal eben. Und, oh, warum hast du 16 Dezibel plus? Weil, wegen alten Kopfhörern. Also im Endeffekt. Sollen wir zusammenspielen? Im Endeffekt, wie gesagt, du versuchst halt einfach zu überleben und du musst halt deine Fuse-Karten haben und du hattest halt keine einzigen Karten, mit denen du in die Zukunft gucken konntest.
Aber du hattest halt viele Karten gehabt. Es gibt 4 Bomben am Anfang und es sind 16 Karten. So, zu dem Zeitpunkt, wo du gespielt hast. Gut, Kevin wusste, dass da eine Bombe drunter ist. Oder ja. Ich wusste es, sonst halt keiner. Aber du hättest da zum Beispiel sagen können, ich möchte skippen, weil du eine Bombe erwartest. Da waren, glaube ich, noch 5 Karten oder so und es waren noch 3 Bomben drin. Oder 6. Und es waren 3 Bomben drin. Halt risky, wenn du ziehst und keinen Diffuser mehr hast. Ja, Ziel ist wirklich einfach straight up überleben. Aber von mir aus kann man auch was anderes erstmal spielen, was vielleicht einfach zu verstehen ist. Oder mir egal. Wir können nochmal eine Runde versuchen. Das war jetzt das Nieren. Ach, was City. Das ist was anderes. Okay, kennst du Skippo? Ja. Dafür müssen wir erstmal einen Tisch bauen. Ich weiß nicht, das ob du nicht das schlimm. Tun möchtest. Natürlich. Außerdem ist Skippo ein Spiel, was nicht für. Ich dachte, ich sag's mal. Was? Skippo ist für maximal 4 Leute ausgelegt. Was ist es das? Und trotzdem haben wir damals in der berufsvorbereitenden Bildung mit. Den Leuten gespielt. Also ja, ja, das geht auch an sich, aber ist halt nur. Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht nicht lieber was anderes machen. Vor allem, weil wir dafür keinen Tisch haben und erstmal einen bauen müssten. Ist doch nicht schlimm. Ach ja, die werden ja so klein, die Tische, da war ja was. Ist der größer? Nicht wirklich. Nee. Aber mal ganz kurz, reicht nicht auch einfach ein normaler Tisch und wir spawnen die Karten? Theoretisch. Weil wir wissen, ja, also... Die Felder ach, weg, scheiße, wir wissen. Nee, warte. Kannst du aber einfach. Das ist nicht das Problem, warte mal. Ja, weil wir wissen, okay, ich darf 4 Ablagestapel und einen Hauptstapel. Punkt. Das ist nicht das Problem. Da einfach nur die Sachen, die. Warum ist ein Herz? Weiß ich nicht, das hat da irgendwer hingezeichnet. Ich weiß nicht, warum Kevin das mit dem. Wer hat die denn jetzt schon wieder? Ich hab die gerade delockt! Und schon sind sie wieder gelockt. Hast du einmal eine Sekunde nicht auf? Und deswegen weiß ich, dass du meine beste Freundin bist. Das war mein erster Gedanke, aber ich dachte, ich bin nett. Ja! Ja! Guck! Sie spritzt mit Liebe! So, falls ihr euch nochmal fragt, warum Celine und ich beste Freunde sind, da habt ihr die Antwort. Cool. Halb funktioniert. Hast du ein bisschen zu schnell gezogen, oder? Der Penis wurde überstrichen. Zumindest bleibt das Herz und die Hoden. Und das nicht mehr. Ja, also das Herz lebt noch. Hast du den Stapel gelockt? Hallo. Jetzt auf der anderen Seite haben wir es auch, okay. Da. So, ist alles nied- und nagelfest. Kannst du das. Hast sieh du die gelockt? Sachen mal. Okay. Prüfe gerade, ob alles nied- und nagelfest ist. Die Antwort ist ja. Dank schon. Existiert das hier. Soll noch direkt einen Tisch für 8 Leute haben. Wäre schon 6. Weil wir hätten das erwartet, ich mach das klüger. Lass mich das mal kurz klüger machen. Wir warten schon die ganze Zeit auf deine Klugnis. Na scheiße. Nein! David! Warum bist du nicht selectable? Chris? Ja. Was auch immer du gleich tust, ich muss kurz resetten, weil ich habe was getan, was doof ist. Ja, ich sehe es. Ja. Das ist Deck gelöscht. So. Oh, fuck off. Ich hab dir mal was geschickt, Kevin, kannst du dir später angucken. Das werde ich jetzt bei Minecraft nie wieder aus den Augen kriegen. Ach, Winster, hast du es mir geschickt. Hm?
soll ich auch nochmal hinten neu ziehen? Brauche ich Sound, Psycho? Bitte? Brauche ich Sound? Nö. Gut. Das kommt hin. Scheiße. Ja. Scheiße. Mal gucken, ob ich es aus meinem Kopf rauskrieg. I doubt it, anyways. Aber wenn du den Zombie-Pick anguckst, ja. Das, man sieht das dann auch. Ja, nicht. Ja, es sieht halt wirklich wie so eine Cap aus. Es ist böse. Es ist richtig böse. So. Hast du manchmal das Internet? Das hat zwar auch seine Vorteile, aber. Chris, warum brauchst du so lange dafür? Das verdirbt einen zu viel sehr. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Auf der anderen Seite, damit das halbwegs aufgeht und nicht so gequetscht ist. Was hast du jetzt einen 6er-Tisch draus gemacht, okay. Ja. Alles klar. Wird mal abspeichern, für den wir ihn haben möchten. Warum sind da zwei Skibotte? Oder bin ich doof? Ich hab da noch eins draufgepackt, ja, weil mehr Spieler. Weil sonst zu schnell What? Leer. Oh, no. That's fucking cursed and a half. Ich sehe das Problem da drin nicht. Okay. Games. Save. Save game. Oh no. Oh. That shit. XP. Save. Okay, so. Gut. Wie viele Decks kriegt denn jetzt jeder? Also wie viele Karten? Keine Ahnung, wenn du mir ja schon die Regeln neu erfindest, kannst du mal sagen, wie viele Karten wir kriegen. Ich bin für 20. Noch nee, irgendwelche Einwände? Nein. Waren das nicht, glaube ich. Ach, scheiß drauf. Wir haben eh ein Sondergame. Es waren 30 Karten für zwei Spieler. Ne, 40 für Karten zwei, 30 für drei. Oder? Weiß ich gar nicht. Bei bis zu 4 Spielern sind 30 Karten, ab 5 Spielern sind 20 Karten. Ah, oh nein, das war sogar für 5 Spieler. Doch nicht, ich wusste. Da haben wir 20 Karten. Immerhin. Für den Sonderstapel da. Ich lass mal Chris machen. Wenn das zwei gleichzeitig machen, ist das kacke. Keine Ahnung, was Krasis Hand da macht. Ich glaube, der lockt die ganze Zeit die Karte da drunter und die lockt sie. Was? Bin ich sicher. Warum habe ich 45 Grad Rotation Degrees? Fuck that shit. Weil ich es umgestellt habe wegen Secret Hitler, deswegen. Jetzt die Frage, sollen wir das wirklich mit zwei Decks machen? Ja. Wenn das Spiel auch ausgelegt ist für eins? Nein. Wenn ich wusste. Ja, ich krieg genau 20 hin. 19 kriegst ein. Hier war nicht gelockt. Nicht gelockt. Sonst noch irgendwas, das hier nicht gelockt ist. Gelockt. Nicht gelockt. Cool. So. Selim. Ja. Du hoverst mal mit deiner Hand über dein Deck. Und dann drückst du ein paar Mal R. Gratulation, Sie haben das Mischen gelernt. Jetzt musst du aber dann auch irgendwie bei Steam so ein Steam-Achievement schicken. So, und wenn du das Deck umdrehen möchtest, drückst du jetzt einfach F. Genau.
Übrigen, ich bin gerade nochmal die ganzen Skript, oder die ganzen Eigenschaften der ganzen Spezialkarten am Überarbeiten. Mach ich später irgendwann offscreen. Ich will jetzt anfangen zu spielen. Was soll geil. Du fängst mit dem Skippo an, wirklich? Glasi, sie dürfen mischen und umdrehen. So, soll ich 5 Karten an jeden austeilen oder möchten wir unbedingt ziehen? Mach einfach 5 an jeden. Na, 5 erst. Ja, Glasi darf auch anfangen bei der Karte. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wupp, wupp. Ist Glas überhaupt vorhanden? Man weiß es nicht. Er dann Glasi. Für kurz. Ihr macht gerade noch eine mathematische Rechnung. Wie sehr hat es jetzt verkackt? Warte, wie ging das Spiel nochmal? Erst ziehen, dann legen oder erst legen? Nee, erst legen. Wenn du 5 Karten hast, wenn du ziehst, bis du 5 Karten hast, dann legst du. Wenn du alle Handkarten loswirst, darfst du neu ziehen. Also in der ersten Runde nicht ziehen und sonst immer erst ziehen. Ja. Und das Ablegen machst du am Ende. Wenn du 5 Karten abgelegt hast, dann darfst du 5 neue Karten ziehen. Genau. Ist Feline dran, wenn sie nicht weiter zeichnet. Wer ist dran? Du. Oh. Oh. Upsi. Boah, wer erinnert sich noch an die Pixellinien von Tabletop damals? Das war ein Highlight. Legen tue ich wie? Damals. Du nimmst deine Karte aus deiner Hand. Das stimmt, 2-3 Jahre. Ziehst sie mit gedrückt halten raus, genau. Genau, dann legst du die einfach hin. Mit Q und E drehst du die Karten. Ich will dir einen Tipp geben. Oben neben dem komischen Gewichtheber siehst du 15 Grad. Das kannst du hochstellen bis auf 90. Dann musst du nur einmal Q oder E drücken für eine 90 Grad Drehung. Okay. Hilft für sehr viele Spieler. Und die Stapel, die wir setzen, sind auf den grünen Feldern. Genau. Dafür sind sie da. Oh Gott. Genau. Jetzt hast du 50 Grad und wenn du auf 90 Grad oben stellst, dann musst du nur einmal Q oder E drücken und dann drehst du direkt. Moonlight. Huch, huch, huch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht Rechtsklick gedrückt halten. Siehst du die Karten vor allem Chris und Zeig auf Finger weg von den Karten, wenn ein Zylinder dran ist. Danke. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Da fehlt eine 3. Ich hab deine pinke Hand hier oben gesehen. Da fehlt eine 3. Ja! Weil, Kevin, ich hab mich hier nach vorne gezogen, weil mein Sichtfeld wird damit gedreht und ich hab mein Sichtfeld gedreht. Ich hab dich nur mit reingezogen, weil ich keine Ahnung hatte, wer da noch mal eine 1 hat. Ah, okay. Ich cool. Mach gar nichts. Balance. Das ist gut. Ich leg mal eine 3. Ah, cool. Digga! Chris, stop the hacking. Thank you. Nee, warte, ich hab noch ein Skibo. Willst du mich verarschen? Alter. Austeilervorteil oder was? Ob du gelitten hast, Mann? Klar. Kevin. Du musst dran, Kevin. Ich weiß. Leg nach, darf. Willst nach? Ach, schön. Bitte schön. Doch so viel. Ja. Stop. Was ist das? Eine 4? 2, 2 und 4. 2, 2 und 4. Ich habe letztens mit dem Skibo gespielt, die hatten die Regel, dass einer von 12 nach 1 geht und der andere von 1 nach 12, war ganz wild. Hä? So 2 Stapel von 12 nach 1 und 2 von 1 nach 12. Oh lol! Okay. Boah, okay. Kann man machen. Why not? Glasi! Da wäre Glasi gar nicht mal so kacke gewesen mit der 12. Nee, ist richtig. Alter. So Glasi, du darfst eine ziehen und dann darfst du eine ablegen wahrscheinlich. Ja, denn du hast jetzt die Über-Mega-Hand von... Nee, natürlich nicht. So, nice. Jetzt ist Celine dran. Du darfst 2 ziehen. Achtung! Ich bring dir jetzt mal das richtige Ziehen bei. Hand drüber, über das Deck. Chris, weg mit der Hand. Nein, 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 nicht drücken. Nee, ich drücke. Nur rüber havern. Genau, nur havern. Mit der Hand drüber. 2 drücken und die Hand wegziehen. Du drückst einmal 2 auf der Tastatur, ziehst du weg. Wenn du 2-mal drückst, ziehst du 22. Hey! Tada! Du gehst das deutlich schnellere Ziehen. Richtig. Du kriegst auch ganz schnell mehrere Karten gezogen. Bei einer dreistelligen Zahl kannst du übrigens auch 111 ziehen. Das ist auch möglich. Ja. Alles schon passiert. Das große My Little Pony Deck. Oh boy. Da
Schönes. Ach, ich könnte Kevin helfen. Ich kann nie. Ich hab 6 und 7, ich weiß nicht, Ingo. Weißt du was? Leck mich am Arsch. So. Das ist weder 6 noch 7. Leck mich doch um. Das ist so richtig, deswegen lege ich noch eine 8 ab. Ah. Balanced. Psycho. Haben sie eine 6. Haben sie eine 5. Holy fuck, die Zeichen grinsen von manchen Leuten. Ich erkenne den Stern. Super Mario. Korrekt. Ich hätte jetzt sogar an Super Mario World im Speziellen gedacht, die Weltsterne. Kevin? Ja. Ja. Guck, keine Sorge, ich versäume das. Ja, schaffe ich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Komm, Glasi. Setz die 7. Es ist Zeit. Für deine 7. Und eine 8. Und eine 9. Und eine 10. Und eine 11. Und eine 12. Und dann wird eine 7 gelegt. Okay, was? Ich kann nicht hier drauflegen. Ich dachte, ich frag mal. Nee? Nee. Celine, Sie dürfen 2 Karten ziehen. Wenn du dich fragst, wie das mit dem Fall geht, falls du wen pingen willst oder so, einmal Tab drücken. Genau. Kannst du Fall, man kann es einmal so frei machen, falls du wem sagen willst, dass du da musst du mitmachen. Kannst du sonst ausmessen, dass der Tisch irgendwie 150 cm groß ist. Das ist so ein Ding. Celine, sind Sie bei uns? Ja. Auf bist dran. Drauf. Oh. Ich muss jetzt noch eine ziehen, ne? Ja. Hat sie mich so leise oder ignoriert sie mich konsequent? Sie hat uns beide konsequent ignoriert. Nee, tatsächlich war ich gerade voll in meinem Handy fokussiert, das tut mir leid. So, ziehst du eine Karte und spielst sie. Okay. Also. Eins, wegziehen. Drückst du jetzt einmal eins und dann ziehst du runter. Genau. Wow. Oder du bleibst drauf liegen, aber dann dauert es länger, bis die Karte in deine Hand geht. Ja. Uff. Darf mir ja schnell ziehen bei manchen anderen Spielen, an Alias unser wunderschönes Uno, was wir spielen kann. Oh ja, meine Pony Uno, da musst du lange ziehen, Bruder. Holy. Immer 30 Karten. Ja. Einzeln. Ich hätte gerne Lühn. Fuck it! Nee. Fuck it! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Dann habe ich eine 3. Ha! Dann habe ich eine 5. Ha! Dann habe ich eine 7. Ha! Dann habe ich eine 8. Nee, dann habe ich eine 6. Dann habe ich eine 7. Warte mal. Ha! Wir machen das mal anders. Ziehe ich jetzt 2 8. Scheiße. Nice! Habe ich eine gezogen. Eine 4. F! Zugegeben, die 4 ist schon ein bisschen F an der Stelle für mich, aber ist egal. 3 Karten. Ja, damit. So, ja, wirklich schlimm, du wirst deine 8 los. Ja, ne? Das ist jetzt doch gut ausgegangen mit der 1. Rip Bozo. Wieso möchte ich meine Hand loswerden? Ja, erstmal eine 5. Neun, zehn, elf. Komm, Psycho, ich bin mal nett. Wow. Ehre. Und leg noch eine 4. Bei so einem Spiel willst du immer neben Kevin sitzen. Er ist wirklich immer nett zu ihm. Ja, nicht immer. Nur manchmal. Dafür will ich aber auch nett zu Kevin sein. Warum sitze ich dann so weit weg? Weil nicht. Ich hatte einfach euch beiden moven müssen. Ich habe mich für Psycho entschieden, weil ich dich nicht zwischen zwei Fremde setzen wollte. Ich dachte, dann machst du so ein bisschen deine eigene Ecke. Aber Kevin ist für sie nicht fremd. Ich nein. Doch. 5. Ach, ich dich rübergezogen. Kevin war bis jetzt schon 2-mal auf meinem Geburtstag, ja? Ja. Oha, Sachen, die ich nicht wusste. Einmal davon durfte ich sogar Psychos Auto fahren. Das war der Highlight-Abend. Da war auch nicht viel Scheidungsgewalt, ich wollte. Das ist richtig. Aber hey, das zeugt nur von unserer Freundschaft. Ja. Hast du es abgewürgt? Nein. Meine Kupplung misshandelt vielleicht ja. Nicht mehr wie du selber. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich zu Rapid gefahren ist. Kevin fährt an und wirkt das Ding direkt ab bei der ersten Ampel. Da wussten wir schon, oh Gott. Ja, ich war es nicht gewohnt, so viel Gewicht auf der Achse zu haben. Ja, ich zu. Ist gut. Aber wir lachen uns so, das wird eine lustige Frage. Ja, danach ging's ja. Aber trotzdem, du hast richtig gut gestartet. Ja.
Okay, Glasi, du darfst. Eine 12 ist immer noch schwierig. Ja, ich ziehe erstmal. Ja, aber man muss auch Kevin tatsächlich zugute lassen, er fährt nicht oft Auto. Und nein, dieses Mal Auto rein und rausfahren in der Werkstatt, das lasse ich nicht gelten. Probefahrten. Auch das lasse ich nicht gelten. Okay. Berlin, Sie sind wieder dran. Ich muss erst ziehen, ne? Korrekt. Nein, ein bisschen tust du gar nichts. Was soll erst liegen? Und dich dann wundern. Also eine Karte zu wenig hast. Ja. Die musst du nicht genau drauflegen, die dreht sich schon automatisch ein bisschen, solange eine Karte. Das ist trotzdem ein Tick. Okay. Dann brauchst du vielleicht einen Tack. Nein, jetzt erst recht ein Tock. Einfach jetzt aufs Prinzip. Strong. Braucht ja auch noch einen Trick. Kann man auch hier Karten drauflegen? Ja. Okay. Kommst halt nur nicht an die untere Rand. Also wenn du ja jetzt eine 1 drauflegst, dann weiß ich nicht, Ingo. Ja, das ist klar, das ist ja wie in echt. Das Spiel, was einfach nur Tisch simuliert, ist wie in echt. So offensichtlich ist das nicht. Ja, aber in echt darfst du ja auch die ganz unterste Karte gar nicht hochnehmen. Richtig. Korrekt. Ja. Eigentlich ist hier vieles wie in echt. So, jetzt die Frage, will ich Kevin Hobbs nehmen? Oder will ich mir helfen? Tja, Chris, das ist jetzt die große Frage. Wie Hurensohn möchte er sein? Ja. Hobbs genommen. Und belohnt worden. Ne, die 7 hast du nicht. Ist richtig. Jetzt gibt's auch nicht. Ist auch richtig. Ja, hast du jetzt Pech gehabt, ne? Bei mir stinken wir nicht, du mehr. Ach, ich bin belohnt worden. Ja, wirklich, Spiel? Das hat wirklich nicht verdient. Das stimmt, das habe ich wirklich nicht verdient. Die Sachen! Nicht nach dem Start, wie du, also nicht nachdem, wie du dieses Spiel gestartet hast. Also. Was ist los, Kevin? Klär uns auf. Zeig uns Morph, solltest du noch aktiv dabei sein? Wirklich? Also ich habe extra den Stream ausgemacht. Alles jetzt gut. Reiz mich nicht. Ich kann gar nichts machen, also clean nicht. Also keine Shop. What the fuck? Ja. No! Oh. Geil. Ah, so close, Chris. So close. Aber hey, immer einen kleinen Sieg. Vielleicht krieg ich es ja hin. Kannst du ja sonst wohin stecken. 3, 4. Ey, aber ich krieg mein Geld zurück. 9. Da ist die 7. Nee, das war die falsche. 11. 12. Erstmal 10. Okay. 1. Ich find's gut, wie Morph mich nachahmt. Ich krieg noch die 2 Kick. Komm, Gamble. Lucky 7. Oh. Beim dritten Mal habe ich sie verloren. So. Ei, caramba. Reshuffled. Klar. Glasi. Sie sind dran. Kevin war gerade kurz vor Auf Wiedersehen. Ach, schon tschüss gesagt. Ja, ich lege erstmal eine 12 hin. Boah, läuft mal richtig klar, das ist richtig Teil des Spiels. Ja, ja. Du hast nur eine Karte bis angelegt. Nö. Kannst auch nur eine ziehen, ist auch okay. Weil deswegen bin ich auch die ganze Zeit in einem anderen Spiel nebenbei und krieg eigentlich gar nichts mit. Was? Erstens, du darfst 3 Karten ziehen zu nehmen. Also drückst du 3. Das war 33. Haben wir das jetzt auch hinter uns? So, versuchen wir nochmal. Einmal drücken. Dann drückst du einmal 3 und dann gehst du mit deiner Maus runter. So. Das jetzt hast du auch gerade aufgemacht. Nee, du hast 2-mal die 3 gedrückt. So, und jetzt nimmst du bitte. Jetzt drückst du bitte Linksklick und ziehst dann rechtzügig. Genau, danke schön. You did it! Ich bin hier gelandet im Irrenhaus. Was? Du bist jetzt erst? Dem Falle. Merkst du jetzt, dass du im Irrenhaus bist? Eigentlich wusste ich ja schon.
Ab dem Moment, wo du mir in diese Community gefolgt bist, warst du RIP, Alter. Am Arsch. Aber doch. Ich bin dir nicht gefolgt. Ich wurde hier reingeschliffen. Also ich hab dich nicht am Haar gepackt und hier reingezogen. Also das hast du dir auf die Elf legen? Richtig, du hast mich am LAN-Kabel gepackt und hier reingezogen. Ah! Du hast das gerade auf 30%, glaube ich. Es ist nicht the way to go. Mach wirklich noch was. Aber Kevin. Ja? Ich bereue dich. Oder nee, du hast... Das ist gut. 60 hast du. Ich bereue es auch nicht, dich hergeholt zu haben. Sind wir mal ehrlich. Geh mal auf 90%, dann ist das deutlich. Wolltest du die daneben legen oder auf die Elf jetzt? Ja, daneben. Also okay. Bin hier irgendwie verwirrt. Habe ich eine 10, dann habe ich eine 11, dann habe ich eine... Ach komm, weißt du was, nach der Unianer. Du machst doch jetzt deine Karten eh wieder leer, ziehst wieder eine 1 und knallst mir dann ein Skippo rein. Oh. Doch nicht. Okay. Ich würde vorsichtig sein, bevor ich gleich noch eine 1 auf der Hand habe. Hm. Okay. Ja. Ich weiß schon, warum ich nicht die 9 habe. 6 sind halt 6 und dann ist da eine 7 drunter. Ist ja klar. Ja. Ups, Kevin, mach mich glücklich, liegt's auf die 5. Es ist nice. Belastend. Warum hörst du auf mich? Hm. Ja, ist jetzt... Ich hab noch niemand Glück gekriegt außer mir selbst. Ja, das ist leider richtig. Rolle 2 kaufen? Nee. Oh, hab ich schon. Psycho! Ich würde dir gerade so gerne 5 geben. Jetzt zieh deine 2 Karten! Die ein. Aber Glasi, was geht eigentlich bei deiner Hand? Hast du einen Klebepakron oder so? Was? Nein, leg hin jetzt. Nö, eigentlich nicht. Okay, weil deine Hand fliegt die ganze Zeit hin und her. So. Was ist das jetzt hier? 6. Ich kann dir sagen, wo das liegt. Der ist kurz auf dem Pixel zwischen markieren und nicht markieren. Deswegen macht ihr das die ganze Zeit. Oder einfach, weil ich in einem anderen Spiel bin und meine Maus da dauerhaft automatisch zentriert wird. Ach, denk ich doch. Aber Kevin, gib mir gerade nicht. Glasi, du musst dran. Na, warum? Ja. Wo ist Glasi denn dran? Achso, nee. Du bist soft. Du bist gleich dran. Warum zum Fick kriegen wir ständig Spike in letzter Zeit? Und treten ihm auch noch in den Arsch? Weiß nicht. Ein armer Thun. Verdient. Nee. Mit diesen Rednecks. Okay, granted. Der Redneck ist es, Junge. Könntest du meine Karten in Ruhe lassen? Jetzt, Glasi, bist du dran. Big Makro, gib ihm Feuer. Das kann man zu zweit spielen, Freundchen. Ja, sehe ich genauso. Hey. Hä? Ray, wo ist meine 12 hin? Hast du viel langsames Klicken? Klick mal, Kosaiko. Er hat gar keine Klicks, ich bin gerade selber. So. Als ich vorhin die Zeit zurückgesetzt habe, ne, ist meine 12 wieder auf meine Hand gekommen. Oh. Achso, dann legst du halt ab. Okay. Ja. Und dann darfst du noch einmal ablegen. Dann aber dann fehlt mir die andere Karte noch. Ja, zieh doch. Oh. Das ist schlecht. Ja, zieh mal nach. Ist mir nicht aufgefallen. Ah, guck, hab genau die gleiche gezogen. Perfekt. Magic! So. Dann ist jetzt. Jetzt behalt deine 2 in deiner Hand, ob du doof bist. Oder Mähdrescher. Bist du Autist oder was? Oh Gott. Bisschen. Nein. Spielt irgendwie anders mit meinen Karten rum. Berlin. So, jetzt noch eine. Nee, du darfst 4 Karten ziehen. Immer bis auf 5 Karten. Wow. Oh, warum ist das so? Das sagen die Regeln. Ist bis 4 ziehen, bis 4 zählen so schwer? Eine 7 wäre jetzt voll Premium jetzt. Oder ein Skippo. Wirklich. Aha. Das war für den Kameramann überfallen. Du sollst einfach Wahrsager werden. Das ist What ganze the Stapel. Stopp! Fuck! Ich hab nichts gemacht. Direkt wieder weggedrückt. Okay. Alles gut. Stop it! Whoever it is! Stop it!
Sag! Also. Wenn du dein Skippo jetzt irgendwo draufsetzen willst, anklicken und direkt schnell rausziehen. Genau. Bitte 2, alles klar. Was machen wir jetzt? Das mit der 7 ist jetzt ein bisschen blöd. Aber keine 11? Ah ja, ist ja belastend, dass du keine 11 hast. Ja, würde mir auch stinken. Ah, ich hätte auch 5-6 legen können, aber ich dachte mir, nee, ich bin mal nett. Ach, du bist so nett. Ausnahmsweise mal. Auch gerade eben schon Arschloch zu ihm. Das ist richtig, er hat es kompensiert jetzt, dass er jetzt nett ist. Das ist ja weil man nett und einfach richtiges Arschloch sein, dafür belohnt werden, belastend. Ich hab's versucht. Versuch war da. Frage ist, was lege ich jetzt ab? Nimm die 4. Okay, ich nehme die 10. Warte. Hier wäre nicht. Ach, ich würde dir sehr empfehlen, bei dem Spiel irgendwas an Hintergrundmusik laufen zu lassen. Ansonsten könnte es ein bisschen langweilig werden. Was? Ich habe ja nicht 24/7 bei jedem Spiel Musik laufen. Außer Genshin Impact. Ich hab dich nicht gehört, Sally? Ich hab auch schon Musik an. Gut, ich hab mir auch Musik an. Ne? Basi! So. Was spielst du eigentlich nebenher? My Garage wieder. Klar! Er zerlegt weiter Motor. Nee, ich hab tatsächlich endlich das Auto fertig. Ach, und was nachdem jetzt? Ich mich heute den ganzen Tag darüber gewundert habe, warum der Motor kurz angeht und wieder ausgeht. Na, was hast du vergessen? Er hat möglicherweise, ohne zu wissen, dass es in dem Spiel vorhanden ist, einen Benziner mit Diesel getankt. Uff! Ist aber in dem Spiel nicht so schlimm. Ich bin aber tatsächlich vorher trotzdem hingegangen und wusste das nicht. Hab den ganzen Motor ausgebaut, auseinandergenommen und halb zusammengebaut. Nämlich, also ich habe ihn zusammengebaut, aber nicht so wie er vorher war. Nämlich habe ich so nebenbei mal eben auf den V8 noch einen Supercharger draufgehauen. Ah ja. Eine Sache, die mich gerade wundert. Die Linsen sind immer noch dran. Ich will den Rest nicht unterbrechen und reden. Aber du hast ich dachte, Glas sind wir dran. Ich hab's auch schon fertig. Länger fertig, schon seit 2-3 Minuten. Weißt du, wie viele darf ich ziehen? 3. 3. Kriegen sie schon bis auf 15 hin? Geht das halbwegs? Oder? 1, 2, 4, 8, 17. Arsch. Ich bin wirklich ein Arsch. Du wolltest was sagen, Kevin. Also der Punkt ist, wir sind immer relativ schnell mit unseren Zügen fertig, Celine. Das heißt, es geht meistens relativ schnell, bis du wieder dran bist. Zumindest in dem Spiel. In anderen Spielen brauchen wir teilweise 10 Jahre. Was? Oh ja. Guck mal, Chris, du kriegst deine 12 sogar durch. Ich hab hier tatsächlich nämlich gerade so einen alten Lader, Kevin, und da habe ich halt einen V8 Supercharger reingeknallt. In den Lader! Ja. Oh ja. Eine Pappschüssel mit einem V8. Supercharged. Ja, schön mit Allrad. Klar! Die Definition von Rennpappe. Ja. War clean. Und tatsächlich, Pappe stimmt, weil ich bin gerade gegengelaufen, der hat sich überschlagen und jetzt ist der komplette Front schon wieder am Arsch. Richtig angenehm, darf ich gleich alles wieder tauschen. Strong. Blinker kaputt, Scheinwerfer kaputt. Geil. Ja. Einfach ein Trabi bauen, kannst dann einfach austreten, Idel. 10. 11. Und 12. Und die Karre ist auch noch nicht lackiert. Mein Lader ist genauso wie ein Trabi aus Pappe, also von daher alles gut. Ja, stimmt. Entweder oder, kommt aufs Gleiche hinaus. 9.
So, jetzt steht die Karre immerhin schon mal wieder auf eigenen Reifen, auch wenn die Räder halb im Boden sind. Das Wichtige ist, Heike, du bist dran. Aber Hauptsache, der Turbolader ist drin. Ja. Nö, Turbolader habe ich nicht. Er hat einen Supercharger. Das macht einen Unterschied. Ja. Also Kompressor auf Deutsch. Richtig. Ja, und der guckt auch schön oben aus der Motorhaube raus. Ah, die schönen amerikanischen. Natürlich. Ja, muss, ne? Ja. Aber es muss da auch richtig schön scheiße rausgefräst sein aus der Motorhaube. Aus der Motorhaube ist tatsächlich gar nicht rausgefräst. Das ist Snugfit. Snugfit. Passt perfekt. Auf einen Millimeter genau. Lass mich raten. Lass mich raten, da ist auch einer schön mit diesen typischen drei Drosselklappen vorne dran. Oben dran. Nee, das nicht. Oh. Schade. Bin ich wieder dran oder warum warten alle? Wir warten darauf, dass Glasi drauf regelt, dass er wieder dran ist. Okay. Weißt du, dass ich dran bin? Deswegen finde ich immer so ein Spiel wie Skibo so schwierig, weil dann sind immer gefühlt die allermeisten Leute AFK, weil sich alle immer denken, das ist gerade nicht mein Zug, ich mach was anderes. Jetzt bist du dran, Sibi. Ja. Jetzt zieht er eine Karte und legt sie direkt ab. Grundsolide. Ja, weil ich nichts anderes machen kann. Alles gut. Es sind immer noch drei. Jetzt ist eine. Du hast vier Karten auf der Hand, 4 plus 1 ist 5. Immer bis du 5 Karten auf der Hand hast. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber irgendwie hängt mein Auto halb im Boden. Ich glaube, das ist ein Glitch. Glasi, du hättest halt nicht dagegen laufen dürfen. Jetzt ist das Auto komplett aus der Balance gebracht. Schämst das ist halt komplett verglitscht. Das Ding ist, eigentlich sieht der voll geil aus so. Außer die verbeulte Motorhaube und der kaputte Scheinwerfer und der kaputte Blinker, aber... Ja. Eigentlich so Grundierung und diese Chromfelgen ist schon, das hat schon was. Jetzt hast du gerade eine von den beiden Karten abgelegt, oder was? Ja. Achso, ja dann. Ja, strong. Und der klingt auch echt geil, der VR. Wie viel wollen sie mit den Karten anfangen können, die sie gerade gezogen haben? Nein. Ja, hat doch schon gesagt. Oh Gott. V8 supercharged. Ja, klar. Eine 8? Psycho. Oder das Ding fährst du an, das Ding überschlägt sich. Ja. Tatsächlich nicht, das geht sogar. Wenn das nicht verglitscht wäre. Chris, das Lustige ist, du fährst ihn an, der kann sich ja nicht überschlagen. Der Motor hält ja vorne gegen. Okay. Wenn dann überschlägt er sich beim Bremsen. Beim Bremsen, wenn das Heck hochgeht. Richtig wie Vorderradbremsen beim Fahrrad, Alter. Auto, müde Auto, schlafen auf der Stoßstange. Klick! Plötzlich hast du dann L stehen. Celine ist. Mal wird das Game gerestartet in der Hoffnung, dass das Auto nicht mehr am Boden hängt. Nee. Und wenn doch, wird's halt einfach leider Gottes dann einfach verkauft. Ich hab schon wieder eine 11 gelegt hier. Achso, okay. Dann hab ich mal gar nicht aufgepasst. Komm auch mal vor. Ich ausnahmsweise aber mal dafür. Hey! Herzlichen Glückwunsch. Und wir enden wieder bei der 4. Oh nee. Geil. Chris, kannst du nicht meine 15? Heute. Ich mach aber tatsächlich nicht mehr allzu lange, ne? Ja, okay. Also, was ist Gewehr, Alter? Ich schließe mit dieser Aussage an. Schon wieder keine 5. Ich hab 8, ich hab eine 9, ich hab eine 10, eine 11, eine 12, aber irgendwie 5 so nie. Was sind denn die ganzen 5? Ganz unten im Stapel oder was? Ja, das kommt davon, wenn wir zwei Dinger machen, wäre es lustig, wenn einer irgendwie 10 Fünfer drunter hat. Das sieht wild aus. Mein Auto ist jetzt ein Irokesen-Auto. Dann zieh doch! Bruder. Dankeschön. Willst du eine 7 haben? Nee. Psycho! Psycho, zieh mal eine 5. Bitte. Auf Ehrenlos. So, nach dem Game Restart ist das Auto jetzt immer noch im Boden. Das klingt nicht nach einer 5. Nee, das klingt nach einer 3. Glasi! Okay, zieh du noch mal eine 5. Ich sehe schon, komm, Celine holt dafür jetzt 3 Fünfer raus. Instant. Celine zieht gleich mit ihren 4 Karten 1, 2, 3 und 4. Mach den nächsten Viererstapel fertig. Let's go. Gar kein Problem. Ich glaube, sie zieht jetzt erstmal eine 11. Nee, tatsächlich ausnahmsweise eine 6. Ach, okay. Wir nähern uns der 5. So, Celine, 4 Karten für dich, Celine. Sag mal, Kevin, hast du eigentlich Discord offen? Nein. Mach mal kurz auf. Nee.
Doch. Nein. Die neid wurden. Hurensohn. Ja. Sag mir nicht, du hast keine 5 gezogen. Nein. Oh no. Never ending story. Wir warum starten. Warum genau wollten wir nochmal Skibo spielen? Damit du was zu fragen hast. Ach so, okay. Und weil es ein Spiel ist, also, was Lin halt kennt. Ne? Ich. Ich war. Brauch nur eine 5. Ich hab 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ne? Aber 5 nö. Chris, frag mich mal. Mir geht's nicht viel anders. Ich kann den Stapel zumachen, wenn ich eine 5 habe. So. Was? Hast du abgelegt, oder was? Ja. Okay. Auch oh, wirklich. Auch oh, wirklich. Nach einer 11 gezogen. 7? Nee, wir haben eine 12 gezogen. Alter. Der Quest for 10. For 5. Quasi, sollen wir für dich die Karte umdrehen, ob es eine 5 ist? Bin ich dran? Ja. Ja. Komm, bitte, bitte. Auch. Oh. Nee! Berlin, siehst du eine 5? Eine Karte, eine 5. Nein. Ach, Gott. Alles klar. Keine Sorge, jetzt ich eine 5, damit Kevin, sich der Status das Auto nicht mal ändert. An. Oh, nee. Musst du leider den Link einfach, kannst bei dir im Browser einfügen. Das ist 10 von 10, Junge. Ah! Ja, Moment. Du musst auf die Notes draufgehen. Ja. Wenn ich jetzt eine 1 habe, ich habe noch nicht abgelegt, aber ist okay. Ja, ist egal. Wenn ich jetzt eine 1 hätte, ne, dann kann ich auch direkt wieder anfangen bis auf eine 4. Hab noch eine Zeit. Fühle ich die Aussage, fühle ich. Also ich habe alles außer der 1 und eine 5 gerade. Oh, geil. Du Bliett. So, Gazi, zieh du doch mal eine 5. Notes ist unten rechts in der Ecke, Kevin. Ich kann das nicht. Wenn du es nicht kopieren kannst, warte. Konnte ich, alles gut. Ich kannte das Feature nur halt nicht. Doch, dann Celine, zieh du nochmal eine 5. Einfach ein Irokesen-Auto geworden. Ja. Solide. Was Celine hängt da oben in der, in der Decke? Was ist da los? Ah, der Dach komm, 3, 4, nee, okay. Okay. Wo ich noch nicht herausgefunden habe. Oh mein Gott! Ich den befestigen. Dann habe ich eine 6, dann habe ich eine 7, dann habe ich eine 8, dann habe ich eine 9, dann habe ich eine 10. Dann habe ich eine 10, dann habe ich eine 11, dann habe ich eine 12. Du Arsch. Habe ich noch eine 1? Dann habe ich eine 3, dann habe ich eine 4. Darf Nummer 5 ziehen? Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ah. Ja, gut. Das ist die Triple 7, die du nicht sehen wolltest. Ich hab noch eine 4. Ah, moin. So, es hat sich auch überall nichts geändert. Nice! Leider richtig, leider wahr. Geil! Ja, nö. Ja, jetzt habe ich ein Problem. 6. Psycho! Ja, sorry. Das liegt irgendwie gerade an einer hart herben Enttäuschung. Ja. Klasi! Ah, warte mal, ich mach mit. Ich hab letztens schon was wirklich Wildes gesehen. Und zwar ein Tic-Tac-Toe, Tic-Tac-Toe, wo du 9x Neufeld hast, wo du dann zusätzlich noch Tic-Tac-Toe-Felder in den Tic-Tac-Toe-Feldern hast. Und nur wenn du ein Tic-Tac-Toe gewinnst, bin fertig. Dass du dann. Voll? Und dann hattest du das ganze Feld. Genau. Celine, und du musstest dran. Dann immer in dem Tic-Tac-Toe von dem anderen Feld spielen, wo der gerade gespielt, also das Ding reingesetzt hat. Das war richtig mein Fuck. Wieso machst du ein Kreuz auf dem Holz? Das Auto hängt nicht mehr am Boden, nachdem ich jetzt die Reifen aufgepumpt habe. Weil er mit Celine spielen wollte. Und achso, oh, nicht, dass du mit Celine spielst. Nein, er hat alles kaputt! Was ist mit mir? Ja, den Tic-Tac-Toe haben jetzt beide gleichzeitig gesehen, dann wollten beide spielen und jetzt hat irgendwie jetzt das... Ach du Heilige. Ja, ich hab extra Scheiße. Eigentlich ein Tic-Tac-Toe gemalt, aber Mick hat schon irgendwie nicht reagiert. So. Ja, ich hab's gesehen, dann hab ich sie darauf aufmerksam gemacht und dann war vorbei. So, war der Kevin schon, so jetzt, let's go. Kevin, du musst ran. Du darfst tatsächlich keinen Schwarz nehmen, weil Schwarz sehe ich nicht. Ich bin dann meistens rausgezoomt und...
Schwarz ist da nicht so auffällig. Weißt du, ich wollte eigentlich so nur diese Scheißkarre fertig machen heute, Kevin, ne? Jetzt mache ich eine Testfahrt und hab die komplette Seite zerstört. Strong! Irgendwie klingt das Spiel ja schon echt interessant, ne? Aber. 7. Ist es. Ist auch gar nicht so teuer. Kostet, glaube ich, nur 6 Euro. Wenn du jetzt als Punish darunter eine 7 hast, 9. hättest du verdient. Wo ist die 7? Ist da richtig? Unter der 3 ist gleich die 7, ist gar kein Problem. 8. 3. Also ich kann es nur empfehlen, Psycho, wenn man gerne. 5. Ach komm, 4. Ah, danke! So. 9. 10. Auf jeden Fall interessanter als der Car Mechanics Simulator. 10. 3. Psycho! Ich hab das Wort abgewirkt. Sie sind dran. Sie werden ein paar Karten los, würde ich mal so behaupten. Zwar nicht ihre neuen, aber ein paar Karten. So. Lass mal einmal ziehen. Ich hatte gerade gedacht, wir hatten gerade ein Feuerzeug angemacht. Ich habe mir ein Lied geschickt, was mit Musikvideo ist, gerade ein Feuerzeug im Musikvideo angemacht hat. Herzinfarkt. Ach, Digga. Back to the 5 we go. Oh no. Oh nice. Geht? Leg's jetzt noch ab. Okay, scheiße. Ich würde gerne aufstehen. Aha. Sehe ich das richtig? Bin ich dran? Yes. Oh mein fucking Gott, ich kann endlich mal Karten legen. Zum allerersten Mal. Das sind meine ersten Karten. Und das ist leider wahr. Es ist so bodenlos. Ihr könnt ja zurückspulen, ne? Ja. Nein, mach ich jetzt nicht. Alter, ist das bodenlos. Nach der 12 kommt eine 11. Hast du den Stapel überhaupt? Ich kann euch immerhin ein paar Einsen hinlegen. Ey, das ist gut. Sag mal, Glasi, hattest du deinen Stapel überhaupt gemischt, bevor du gedreht hast? Ja, hab ich. Okay, das ist unlucky. Das ist unlucky zur Hölle. Da sind noch 5 Skibos drunter. Nee, da sind wahrscheinlich alle 5. Hat er tatsächlich, ich hab's gesehen. Alles gut. Hast du auch. Ey, nur weil du wieder vorwärst, dass er lügen, ne, würde. Das ist echt insane. Kevin is confused. Psycho, are you stupid? What are you stupid? Uff, die Felge hat einen kleinen Schlag gekriegt. Ups. Kann passieren. Ups. Kann passieren, wenn man mit 200 Sachen in den Leitplanke reinfährt. Seitlich. Jo. 2. Oh scheiße, ich hätte 2 legen können. 2. Sogar 2. Oh, gar keinen Bock, die Karre zu reparieren. 4. Die verkaufen, weg 2. Mit dem Dreck. Ja, ich mach weiter. 3. Na. 2. Kevin, kommt zum Ende. 12. Weiter doch eher da 5. Wo freust du dich? Nee, kann nur 4 sein. Woo! Oh Gott. Oh no. Deswegen wollte ich, dass er zum Ende kommt, aber nein. Abspritzer hat bei ihm wieder so lange gedauert. Hä? Hä? Was? Ja, sorry, dann hier, heute bin ich voll. Hast du noch eine 5? Nee. Nur eine 4. Schlasi! Ich darf wieder. 4, 4, 4, 6. Warte, ich darf 4 Karten ziehen. Ja. Du darfst auch nur 5 ziehen. 7, 8, 9, 10, 11. So. Ich hab 3. Also es ist ja belastend, dass hier eine 6 drunter liegt und da drunter liegen 7. Ne? Hallo, geh wieder zurück, 3. Warum ist die Hand so behindert? Ja, legen wir halt eine 11, ne? Wirklich? Ja, gute Frage, nächste Celine, Frage. Celine, eine Karte. Kommt Celine zumindest jetzt mal weg. Ja. Weiter. Wow. Ja, and back to the 5 we go. Sehr weit. 9.
Cool. Klarer Fall von ist nicht Ingo. Ich habe eine 8. Ah. Ich habe eine 9. Aha. Ich habe eine 10. Ja gut, strong. Die 11 lassen, passt Ingo. Nicht. Eine 5 habe ich aber. Solid. Eine 11 habe ich auch. Nein, hast du solid. Nicht. Solid. Eine 7. Eine 7. 6. Hallo. Ja. Das ist gerade wirklich wanky. Ja. 12. Welche 9 wollen sie haben? Ach, Gott, die. Das sind 10, kriegst du nicht. Was denn? Psycho. Psycho, sie dürfen eine 1 legen. Und eine 2. Und vielleicht auch noch eine 3. Oder eine 5. Je nachdem, was so gerade so geht. 2 hat er, ja. Ja, deswegen ja. Deswegen sag ich ja vielleicht auch noch eine 3. Nee. Vielleicht zieht er ja noch eine. Nee, Psycho. Hey! Du hast die hiervon gezogen. So. Deswegen hab ich gesagt, nee, Psycho. Geh nochmal vom Stapel. Vom richtigen diesmal. Hast halt 4, 5, 6, 7 gezogen, die ja vorher drauf lagen. Ja. Psycho, sind sie noch unter uns? Hallo? Ja, ja, ja. Berlin ist etwas länger AFK. Okay. Sie dürfen jetzt nochmal 4 Karten ziehen, aber von der richtigen. Ja! So, jetzt, so. Schon besser. Ich hab mich schon gewundert, warum das so schön aufging. Ja, ne? So, So, 1, 2. Ja, 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 ja. Neue Psycho-Noises. Ich bin einfach Hundemüde. Okay. Neues Projektauto. Psycho, bin ich ja dran. Mensch. Ach so, what? Er kriegt Scoop und noch Scoop. Ja, natürlich. What? Das würde ich ja niemals haben. Ach, guck mal. 2, 3, perfekt. Ja, immerhin ist er jetzt. Noch ein Skip! Bitte, bitte, bitte mach fertig. Bitte mach fertig. Machst du 9, machst du 10. Jawoll! Bitte mach fertig. Bitte tu's einfach. Just do it. Just do bitte. It up. Bitte. Nee. Ich würd, warte, du it. Er ist 8. So. Ja. 9. Bitte. 10. Und noch ein Skippo. Schade. Egal, kannst du jetzt 4 hinlegen. Nee, ist egal, der hat auch noch 4 da liegen. Ich glaube, da ist sogar eine 3 drunter. Ja. Jetzt Finger weg hier. Hört mal auf, von meinen Karten hier rumzufummeln. Und wie viele sind da noch drunter? 3. Du entwickelst als 8 oder 7, ist egal. Oder als 9, das geht auch. Warte, hier. Lag nicht richtig. Dann legst du eine 4. 4, oh. 4. Ja! Da. Yo! Ja. Ah ja! Der ist jetzt belastend. Machst du 11? Machst du 12? Ja, wollte gerade sagen. Machst du 11? Machst du 12? Nicht mehr so lange. Achso, machst du erstmal 10? Okay, ah, erst okay. Erstmal 5 neue ziehen hier. Ja, genau. Ja. Warte. Strong. Ich glaube, das hat ihn gerade geholfen. Das war eine 1, 2, 3. 12. Ja, zieh weg jetzt. Das ja. Meine Güte. Was ist das hier? Ja, ist ein 10. 1, 2 und 3 brauchst du nur. Ey, Digga. Ja, 1 und 3. Achso, ja, ja, 1, klar. 1, 2. Ich könnte jetzt die hier legen, aber ich nehme 3. Noch bodenloser. Guck mal, hier hätte ich. Ja. Jetzt hätte ich nach der 11 hätte ich eine 1 gekriegt, eine 7, nochmal eine 12, eine 1, eine 3, eine 9. Ja, natürlich. Was habe ich denn da am Ende no, gehabt? Ja, ein noch bodenloses eine 12. Deck. Eine 9, ja. Noch eine 12. Noch eine 12.
Ich hätte den absolut. Buntes allerlei. Hachu! Gesundheit! Mach doch mal zurück hier. Ich wollte jetzt das wissen. So. Meine Rotze, Alter. So. Wie hat das bei Celine ausgesehen? Kannst du einfach rechts klicken und searchen. Ich will nie wieder skippen. Kannst du einfach rechts klicken und searchen. Was? So. Das oh, scheiße. Nicht, damit du es in derselben Reihenfolge. Ja, aber dieser Tisch sich die ganze Zeit bewegt hier. So. Rechtsklick und was? Search. S-E-A-R-C-H. Genau. Ah. Einmal draufklicken. Ah, okay. So, und jetzt siehst du die Karten in der Reihenfolge. Die 1 ist die okay, erste. Okay, bei ihr würde das auch nicht wirklich viel besser aussehen. Bei mir auch nicht. Geil, ich habe eine 12, gefolgt von einer 11, gefolgt von einer 9. Gefolgt von einer 6, von einer 5. Genau die richtige Reihenfolge. So rum wird sie haben. Ja. Ja. Also, das Spiel hat ganz klar gesagt, für Psycho ist Schluss. Ja. Psycho ist so müde, dem geben wir jetzt 20 Skippos. Mach fertig das Ding. Echt so. Ja, damit mal irgendwas anderes hier liegt. Oh. Hm. Nee, warte. Komm. Ihn kommt gleich wieder und fragt sich, what the fuck ist denn hier passiert? Das ist richtig. Wenn sie zurückkommt. Und nicht offline geht. Einfach voll, mein Gott. Ja! Nee, ich wasch gerade ein Auto in dem Spiel mit einem Wasserschlauch und das hört sich an, als wenn jemand duschen würde. Warum nimmt man so einen beschissenen Sound? Lass mal kurz überlegen. Einfach clean Sound Datenbank. Abfahrt. A, das und B, wenn man innen einen Wasserschlauch hat, klingt das eh nicht großartig. Speziell. Ja, wirklich, wie als würde jemand auf den Boden pissen. Ja, aber so hört es sich ja nicht mal an. Es hört sich so an, als wenn legit jemand duschen würde. Ja, meinetwegen auch das. Und wir gehen in die Kirche. Auf den Stress. Tschüss. Antireligiös! Nein, alles gut. Drück mal jetzt! Wenn ich in die Kirche lasse. Hab mir jetzt ein neues Projektauto geholt, Kevin. Auf der Straße fühle ich. So, Notausgang freihalten. Was ist das eigentlich für ein komisches Ding hier? Was da? Das verrückte Labyrinth, wenn du auf Start drückst. Ach, ne. Ich hab wohl irgendwas anderes lagen. Gut, irgendwie sind die Sachen entfernt worden. Tut mir aber leid. Ups. Die Runde gibt sich jetzt echt wirklich klar, holy shit, das Skript ist gerade komplett abbrauchen gegangen. Guten Nacht, Psycho. Guten Nacht. Tschüss. Guten Nacht. Was für ein Skript? Weiß nicht, was du meinst. Oh mein Gott. Ich will's nicht sagen, ne? Aber. Warte mal kurz. Können wir gleich machen. Warum war da gerade das Skript, ne? Ich hab ein gescriptetes Ding für bis zu 6 Spieler. 8. Cool! Stockpiles. Ja, gut, warte. New Game. Wirklich jetzt? Ich wollte den jetzt mal speichern! Meine. Ja, alles gut, warte, ich lass es. Ich lad's immer neu. Save Game. Save. Das Problem ist, da der automatisch austeilt. Tut er nicht. Doch, tut er ja. Doch, tut er. Ja, aber wenn du auf New Game drückst, ist scheißegal. Halt dann nochmal. Das New Game da noch steht, relativ. Siehst du das überhaupt oder sehe ich das nur als Ich sehe das auch. Alles gut. Sind wir alle. So. Haben wir. Was ist denn da jetzt? Komplett anders. Lädt nicht. Warte. Ist mir auch aufgefallen, dass es nicht lädt. Loading complete. Das ist ein sehr lustiges Spiel. Das ist ein lustiges Kartenspiel für 2 Leute. Kann ich sehr empfehlen. The fuck is this? Das ist ein Kartenspiel für 2 Leute, wo du versuchst, den Thron zu erobern. Ganz lustig. Okay. Können wir sonst mal irgendwann, wenn wir mal nur zu zweit sind, können wir mal sowas machen. Spiel ist wirklich einfach zu verstehen.
Und echt lustig. Oh, Kevin, weißt du, was ich jetzt gehört habe, was du jetzt mit mir und Chris spielst? Nein. Weil, du weißt du noch gar nicht was? Du wirst den Namen mit S nicht droppen. What the fuck? Dann Cluedo. Droppe ich ihn nicht, sondern lad es einfach. Tony! Ha! So. So, hier, einfach geladen. Wird jetzt einfach reingefreiwillig, der Junge. Ach, schade, ist blockiert. Moment. Vorsicht, der drückt gleich alle vier. Ja. Okay, gleich haben wir alles durch. Alter, weißt du, was wir jetzt machen? Pass auf. Alles klar. Wenn wir schon random Spiele anmachen, dann gehe ich übertreiben. Jo! Gar kein Problem. Ah, die Version mit allen DLCs ist noch dabei. Klärchen. Klärchen. Irgendwer hat es nach mir nochmal geladen. Ich hatte schon die vorbereitete. Hä? What the f... Ich glaube, das ist ein Pokertisch. Nee, das ist Cards Against Humanity. Ah! C-A-H? C-A-H. Pokertisch wäre das hier. K! Das ist kein Pokertisch. Das ist Blackjack. Ja, sorry. Blackjack dann halt. Aber auch cool. Frage, hättet ihr Bock? Was zum Fick ist da außen passiert, ist die Frage. Wo außen? Und was das angeht, gar kein Problem. Poker haben wir auch. Mensch. Auf K. Aber du hast gar keine Chips hier. Mann. Der hat ja auch nur der Dealer. Game Master. Nur weiß. Ich das nur sehen kann. Was? Nicht mal Grau kann das sehen. Natürlich nicht. Weil Grau ist ein Kacknoob, der kann Grau gar nichts. Grau ist ja auch Spectator, der kann ja auch gar nichts. Ich kann Schwarz fragen, ob sehen kann, aber ich gebe dir einen Tipp, ja. Der kann es doch nur sehen. Der kann nicht damit interagieren. Ich kann auch Schwarz damit interagieren. Ah ja. Nur leider kann nur der Host Schwarz geben. Machen. Das ist korrekt. Mensch. Ich setze alles. So, ich habe Wizard, ich habe Wizard, ich habe Wizard außer Autosave. Moment. Wir haben Skippo Scripted, wir haben Skippo Improved 6P. Exploding Kitten, Secret Hitler, Skyo, Wizard, Wizard Extreme. Das ist Schrott. Wir haben Munchkin, wir haben Cards Against Humanity, wir haben MLPU. Das ist ein Nein. Ein ganz klares Nope. Das, also ne, ich dachte, ne, ich also dachte, damit hätte ich schon hart denied, aber... Was ist das denn? Ah, fuck! Scotland, ja! No! Oh, ich hab wildes Spiel! Cluedo. Oh nee, das war noch mehr Nein! Also, und ich hab noch was zum... Warte, was zum Fick war das überhaupt? Achso. Wie wär's mit dem Monopoly? Yo, Monopoly Extreme oder was? Auch nur 5000 fucking Bobs. What the fuck? Ich hab das hier tatsächlich noch nie gespielt und keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, gar kein Problem. Wir werden's auch heute nicht tun. Nee. Ja. Ich glaube, wenn du das anfängst, bist du mindestens 4 Stunden dabei. Wenn du damit hinkommst. Ja. In der Zwischenzeit ist Celines Rechner schon am Abbrennen, weißt du? Puff, hat schon Feuer gefangen. Einfach erstmal Salz, ja, fühl ich. Einfach mal ein Safe. Ah. Warte. Hast den Code? Ist nicht mal ein Objekt. Das ist belastend. Billard? Nein! Let's What? Go. Warte. Blick, ich fange an. Bam. Ey, das funktioniert sogar richtig gut. Ja, das ist voll gut gemacht. Aha, und. Kevin hat die halben. Wee! Kevin hat gar nichts mehr. Was für Puzzle! Ja, das war Puzzle. Aber
Kevin und ich wollen jetzt Billard spielen. Ja, Mann. So. Fang nochmal an, Kevin, ja, wenn das okay ist. Ja, mach das. Wenn das mal gehen würde hier. Bam. Yo, Eskalation. Die halben und verloren. Ich hab verloren. Erstmal die 6 rausgezimmert. Die halben und verloren. Nice. Neues Spiel. Kevin, Sie dürfen anfangen. Ja. Physics set to full. Wo kann man das einstellen? Kevin Physics. Hat die halben. Kevin hat die halben. Oh ja. So, jetzt wird's ein Ich lass die mal zu Ende rollen, ja? Ja, ja, musst du ja. Jetzt haben wir keine Bewegung. Das ist gut. Zu Ende gerollt. Ist zu Ende gerollt, sie dürfen. Ja, ja, ja. Kann man eigentlich. Tschüss. Ob Follow Cam auf die Kugel machen? Wow, wow, what the fuck? Wo ist die hin? Tschüss! Ja, klar, sie. Q-Ball has fallen off the table. You could say so, yeah. Du darfst legen. Oh. Vielleicht noch eine Lampe erschlagen. Eine Kugel reingemacht hat. Also, was haben wir daraus gelernt? Man sollte nicht von unten drauf gucken. Du sollst das Ding hier hinsetzen, glaube ich. Ja, ich bin jetzt schon am Schießen. Ah, jetzt nicht mehr, was? Das ist der Punkt, wo du den. Da haben die Kugel vorhin gelegen. Ja. Die schwarze Linie ist tatsächlich dafür da. Dann alles gut. Ich sehe hier die ganze Zeit eine grüne Linie. Hä, was ist jetzt passiert? Hä? Fuck. Du hattest die ganze Zeit noch deinen Schuss bei mir bereit. Jetzt hast du losgelassen und jetzt war Abfahrt. Ach so, cool. Ja, bitteschön, Kevin. Die Weiß ist rein. Viel Spaß. Ja, merkt das schon. Auch doof, dass man immer hin und her wechseln muss dann. Ich kann euch die auch hinlegen. Das wäre natürlich vom. Naja, du weißt ja nicht, wo wir die auf der schwarzen Linie haben wollen. Ja, Kevin, mach mal. Außerdem könnt ihr alternativ könnt ihr ganz schnell zwischen F4 und F1 hin und her switchen. Müsst ihr nicht mal draufklicken. F5. Wirklich? Dark, Kevin. Oh, wow. Dark. Wetten, ich verkacke jetzt genauso. Den jumpt raus, weil du zu fest gehämmert hast. Wie geil der denn. Cool, dass das funktioniert. Ja. You gotta be patient at some point. Oh Gott, ich hab Schiss gehabt. Hä? Ich wollte gerade sagen, ein Chris hat einen Lag. Nein, 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 bleib liegen! Bleib liegen! Bleib liegen! Oh, wie bodenlos sie da hängt! Oh, wie schön! What the fuck? Chris! Ein paar Zuschauer, ist doch okay. Ein paar Hyäne oder was sind das? Hallo, ist keine Hyäne. Das sind Wölfe, okay. Wo willst du hin mit deinem Leben? Ja, so dass du jetzt deine nicht treffen kannst. Was kann ich nicht? Ja, dann zeig mal. Ist schon bewusst, dass ich da eine hab und da eine hab? Ja, und mach die mal rein. Das will ich jetzt sehen. Reinmachen ist eine andere Sache, aber treffen ist auf jeden Fall nicht das Problem. Ja. Bin mal gespannt, wenn die erste Hyäne fliegt oder Wolf. Was auch immer das jetzt ist. Wolf. Oh, wow. Okay. Ja, gut. Wolltest du dann darfst treffen. Du legen. Ich wollte Orangen eigentlich treffen, aber naja, gut. Machen wir eigentlich hinlegen, wo ich will, oder nur auf die Linie? Na, ich denke mal, wir machen diesmal Linie, weil wir so angefangen haben. Würde ich auch sagen, okay. Dann. So, ich bin noch nicht fertig. Zack. Nee. So. Das Ding ist, das Rebound von den Banden ist auch nicht so, wie man es erwartet hätte, ne? Nee, das ist richtig. Die Wände absolut. Yo! Also, wir sagen mal, die zählt als drin, ne? Ist okay. Holy shit. Seid halt einfach alle zu feste unterwegs. So zu feste bin ich gar nicht unterwegs. Ich hab halt nur ein bisschen was, weil die Distanz so groß war. Deswegen dachte ich so, ne? Funktioniert echt super. Wenn man halt zu feste war. Ja. Danke, Chris. Warum immer du ihn hinlegen wolltest, ich wollte ihn dann nur schon mal halbwegs geben.
Kevin hat einfach 4 Kugeln vor dem Loch. Im Endeffekt schon, aber man muss sie halt richtig treffen und das ist halt das Schwierige in dem Ding hier. Ich find's gut, wie Kevin hat einfach alle 4 gemacht. Einfach mit Vollspeed rein auf die 11 direkt. Ja, weil ich gemerkt habe, wenn ich so schieße, schießt mir die Kugel einfach ins Nirvana. Ich wollte gerade sagen, ihr dürft eure Kamera nicht von unten auf dem Tisch haben, gerade, weil dann schießt ihr nach oben. Ihr müsst das am besten aus klarer Top-Down-Perspektive haben, dann geht das. Dann schießt ihr gerade. Wenn ihr die aber von unten macht, schießt ihr die nach oben weg, die Kugel. Hm. Ist halt schwierig mit dem Zielen, aber ist okay. Aber dann kann euch die Kugel auch nicht so weit runterfliegen. Aber wenn du halt von unten ziehst, dann bounce der Spaß. Oh, 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 schön. Easy. So wollte ich das sehen. Einmal die Top-Down-View benutzen und zack, geht das. Was ist so? Sollst du die auch ja verwenden? Die ist bewusst, dass du gerade halb angespielt hast, ne? Ja und? Ich hab. Das ist doch okay. Nein? Du musst tatsächlich deine Kugel als erstes hit. Wollte ich gerade sagen. Das ist auch Kevin dran. Ja, egal, ich hab trotzdem eine reingemacht. Ist richtig. Aber ist auch ein V, du musst zuerst deine Kugel hitten. Ja. Was meinst du, warum du vorhin gesagt hast, von wegen ja, damit du deine nicht anspielen kannst? Weil Clean deine im Weg war. Das waren sogar deine Worte, Freundchen. Clean, pass auf. Sieh jetzt den perfekten Weg. Mit der 9 spielst du die 2 an, machst die 13 rein. Okay. Der einfachste Weg. Kannst du nicht erstmal deine Kugel umlegen? Nö, weil nö. Muss man das nicht? Ich hab schon ewig kein Billard mehr gespielt, deswegen keine Ahnung. Also theoretisch zählt als Foul. Theoretisch dürfte ich jetzt meine Kugel legen. Es gibt auch 5000 verschiedene Arten von Billard. Es gibt Billard, wo du es darfst. Es gibt Billard, wo das dann immer nur hier auf die neutrale Position gelegt wird und du mindestens immer erstmal über die Hälfte schießen musst, bevor du eine Kugel anspielen darfst. Er bleibt halt wieder an der Kante hängen. Strong. So. Ja, nee. Gut, klar, sie gönn dir. Komm, die 1 kriegst du rein. Die 7, Entschuldigung. Wenn sie nie wiederkommt. Fliegt die einfach vom Tisch runter. Aber keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich finde es übrigens auch gut, wo unsere Profilbilder alle rumchillen. Richtig die Zuschauer gehen. Oh, 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 schön. Oh, wirklich. Let's go. Boah, ich habe nur noch 2. Ja, ich bin auch im Billard. Zumindest wieder gegenüber liegen so muss noch. Aber es ist ja, gut zu wissen, dass sowas existiert tatsächlich. Es existiert auch mit Minigolf, kann ich ja auch sagen. Ja, dann wissen wir, was wir gleich machen. Problem ist, das Minigolf gut vom Konzept her oder eher scheiße? Selbe Konzept. 1:1 dasselbe Konzept, wie du hier siehst. Kevin, sie dürfen. Das heißt, du hast einen Schläger, den du dann mit deinem Flick oder... Nee, du fliegst den Golfball. Du schlägst einfach den Ball. Okay. Dann werden wir gleich ausprobieren, wie gut das ist. Ich find's terrible. Persönlich. Da gibt es viel, viel bessere Alternativen, auch für umsonst, für beides. Im Minigolf, auch wenn es nicht Minigolf ist, wäre zum Beispiel Pangea eine schöne Alternative. Ja, wenn es offiziell funktionieren würde, was ja nicht tut. Hast du gemacht, Kevin? Ja, habe ich. Da triff mal eine volle Kugel da hinten. Die 8 ist auch eine volle Kugel. Nein. Zählt nicht. Du kannst aber vielleicht, wenn du gut... Hätte fast geklappt. Ich hätte jetzt gesagt, dass du knapp an der gelben vorbeischießt und irgendwie noch auf die rote kommst, aber okay. Da wäre ich nicht vorbeigekommen. War ja der Plan. Ja. So halbwegs. Ja, dann Kevin, dann keine getroffen. Aber... Es gibt übrigens tatsächlich meine absolute Lieblingspool-Regel und die ich am liebsten spiele, die aber sonst keiner spielt, ist, wenn du einen Foul begehst, darfst du die nicht vorhin legen, sondern immer noch hier auf die Tischkante und musst auch über die Hälfte spielen. Aber die Regel, wenn dein Gegner einen Foul macht, hast du jetzt 2 Stöße. Oh, wenn du eine versenkst, hast du immer noch 2. Er ist strong. Das ist, weiß ich nicht. Das ist echt lustig. Und dann wirst du gepunished dafür, dass du einen Foul hast, aber hast nicht so ganz komische Situationen, sondern kannst dir halt einfach wirklich einmal einen vorspielen. Ich find's halt witzig, wie du halt an allen möglichen Punkten von der Kugel irgendwie anflicken kannst, was die Sache echt tricky macht. Ja, klar. Ist nicht nur Center. Die Frage ist, ändert das auch die... Ja. Natürlich. Natürlich, das ist ja das Eklige daran. Nee, dann ist es ja... Es ist gut, ja, aber es ist halt echt eklig.
Versuch doch mal die Pinte zu treffen. Das ist so. Könnte was werden. Oh. Yes, schön. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie du da die 4 reinmachst. Einfach mit Haster durchschallern. Warte mal. Wait. Nee, die bleibt hängen. Die war ein bisschen zu leicht. Ja gut, die säuft ab. Ja. Aber der Versuch war da. Hätte ich nur mit ein bisschen mehr Hast machen müssen. Also die Orangene kriege ich nicht rein. Da hänge ich vorher in der roten fest. Ja, mach doch die rote. Ja. Oder die gelbe oder die blaue. Ist das schon wieder oder nicht die Center? Center. Das ist schon wieder nicht das. Okay, aber doch LOL! Die rote. Bon, du wolltest doch die rote reinmachen. Ja, tatsächlich. Also ich wollte sie zwar anspielen, aber ich mach sie halt clean rein. So. Sah auch ziemlich wild aus. Ja, ich weiß, was du. Weißt, was du meinst. What? And she's gone. Forever gone. Mir fällt gerade auf, Frozen ist ja auch noch da. Er ist muted im Channel. Sogar mit Submute. Oh ja, forever gone. Ja, mein Herr, auch mal tschüss. Oi. Ne, rollt noch. Ne, die bleibt stehen. Sag ich ja. Ja, jetzt okay, dann bin ich dran. Komm, mach sie weg, die 4. Clean, wegzimmern, schön. Jetzt noch die 8. Schön. Ja, liegt da doch vor allem gegenüber, weißt du? Selbst bei 8 gegenüber die Regel, alles Junge. Alles geplant. Junge. Kein Problem, die Schwarze geht jetzt in das Loch. Nee, gar nicht. Die geht nirgendwo rein. Junge, diese Abrollmechanik ist so komisch. Unberechenbar. Aber ganz ehrlich, ich würde es ja wirklich fühlen, wenn man mal wirklich wieder eine richtig schöne Pangea-Alternative finden würde. Wo man es wirklich spielen kann, weil es ist ein geiles Spiel. Ja. Ich voll bei dir. Die macht doch echt Spaß. Welches Spiel? Pangea nennt sich das. Ist Fantasy Golf nennt sich. Also war wild unterwegs. Ja. Was auch mal wieder cool wäre, Minecraft Golf, was wir mal gemacht haben. Ein Member. War lustig. Not even hit. Kriegst du die dritte Wand? Nö. Stimmt. Die Regel gab's ja auch so, noch. So, Kevin, free. It's free real estate. Ich treff die nicht, ich sag's dir jetzt schon. Du hast sogar doppelt free real estate. Hättest die blaue nehmen können oder die grüne? Treffst du trotzdem nicht. So. Ah, triffst du nicht? Alles klar. Die treffe ich aber dafür nicht. Er trifft nicht. Ja, alles klar, nimm die Orangen mit Hass. Da sehe ich dich. Ja, mit Sicherheit. Um die Schwarze rum. Gar kein Problem. Mhm, total. Hab doch einfach mal Skill. Mhm. Die Kugel fliegt jetzt. Oh. Bongs. Ach komm. Du hast so lange nach der Orangenen gefragt, ne? Dann mach doch mal die Orangene. Und das ist Hass. Ist ja, es auch. Schön. Ja, close enough. Du weißt, Linie, ne? Schon mal die Weiße, ne? Ja. So, Linie, F5 wieder. Easy Shot. Easy Shot. Einfach zwinkern, so auswärts, zwinkern und Abfall. So. Jetzt hast du Chance für die Orangen, ganz easy. Einfach genau mittig spielen, dann gehen sie beide rein. Könnte sogar theoretisch funktionieren. Mit ein bisschen Wumms. I mean, it's close enough. It's a bad. Also es sind beide reingegangen, ob man damit die weiß-gelbe meinte oder die weiße. Nun. Alter, willst du mich irgendwie verarschen, du behinderte Dreckskugel, Alter? Geh doch einfach rein, du verfickter Hurensohn. Kevin entscheidet sich jetzt ganz bewusst, unbewusst für die Mitteltasche. Natürlich. So richtig fuck you. Oder gar nicht. Komm. Noch ein Stück. Ah, da ist doch gut. Der Engel ist halt schon asozial. Bruder! So, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder tippst du die nur an oder hast.
Oh, Bruder. Die Hitbox ist ja ganz komisch. Dann merkst du selber. Okay, then it's free real estate. Noch rollen sie beide. Dann dürft ihr ins selbe Loch. Ja, das ist richtig. Das wird funny. Ich werd's aber eh nicht treffen. Ach, was? Physics und so. Physics sind ja okay. Das ist ein bisschen viel Hass, was die da tun. Nein, das ist nicht viel Hass. Was ist das? Nice! Nice, cool. Genau! Nice, nice cock! Oh, ich zeig dir jetzt, wie das geht mit der 8. Wunderschöne Wii Sports. YOLO! Hackte Wii Sports, wo du komplett random Scheiße hast. Ist halt schon. So richtig mit Hass jetzt. Ah! Nope! Pain! Der Nope-Pope hat gesprochen! Hey, die war schon drin. Ja, ja, ich weiß. Die ist aber clean wieder ausgesegelt. Zu viel Hass. Das ist okay, wenn jetzt weißt du, wie du den Hass anpassen musst. Mehr Hass, aber nicht zu viel. Ich sehe halt nicht, wo ich hinschieße. Ja, das könnte hinkommen. Es könnte hinkommen, aber die geht. Oh! Oh nein, nee. Nee, der Engel ist kacke. Gibt hier einen Typ, der gibt so etwas, also nennt sich Mausrad. Da kann man auch raus ins Loch rein, aber. Nee, das leider. Ich muss leider. Oh. Nein. Ah, der Engel war es auch nicht. Nee, aber Kevin hat ein gutes Leider. Wenn er jetzt nicht die weiße quer in die Mitteltasche außen. nee. Das eine Sache, die ich überhaupt nicht mag, ist seitlich zielen, ne? Bin ich ehrlich. Ich spin hier wieder so hart weg, ne? Ich sehe schon kommen. Knallt gegen die Ecke, 100 Pro. Nee. Das kann. Das ist natürlich. Komm, Glasi, it's free real estate, jetzt zieh durch. Mach das Line-up. Irgendwie klopft es. Keine Ahnung, wie du drauf kommst. Ja, 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 ja. Würde ich unterschreiben? Also hier liegt die besser, oder? Ja, das gefällt uns doch. Nee, nicht die Kette. Der Engel ist tricky. Was hey! Was? GG. So, Minigolfladen bitte. Warte! Auch wirklich? Bam. Was passiert, wenn ich jetzt New Game drücke? Okay. Lol. Könnte man aufhören, Chris? Nee, das ist Glasi. Entschuldigung. Ja, was mache ich denn? Bam. Ist gut jetzt. Ich möchte mir eben kurz den Billardtisch speichern. Hör auf. Ja, warum dann so? Warum nicht so, wie ich ihn gespeichert hatte? Dann lad ihn halt noch. Dann nicht ihn gut. What the fuck? FBI, open up! Viel Spaß noch beim Bälle spielen. Danke, Morph. Gute Nacht. So ist er nämlich eigentlich gespeichert. Mit Bällen spielen kann ich sehr gut. Gott, dammit, Chris, du. Gottverdammter Mongo. Was passiert hier? Kevin! Können Sie bitte den Tisch neu laden? Wo ist mein Da ist mein Mauszeiger. Können Sie bitte den Tisch neu laden, Dorsi? Kriegen wir hin. Einmal mit Profis. Warum ist der jetzt runter? Was geht denn jetzt? We broke it. Because lineup is like not. Lass mich raten, du hast den Tisch angehoben. Hast du gesaved? Nein. Okay. Ja. Was jetzt? Mann. Was hast du getan? Ich dachte, ich hätte den Tisch delockt, aber nee, es geht gar nicht. Keine Ahnung, was gerade kaputt gegangen ist. New Game, auf geht's. Mal gucken. Irgendwie geht das nicht. Du musst ja auch flicken. Ja, bin ich doch. Bist du nicht? Hier geht gar nichts mehr. Ah, hier ist alles broken. Cool. Ah, jetzt. Die ganzen Dinger sind gelockt.
Habe ich euch wohl verarscht. Lass mich raten, du hast mein Safe auch gekillt? Ja. Nein, das habe ich erst danach gemacht eigentlich. Tatsache. Siehst du? Erst noch die blaue rausgezimmert, geil. Gut, Minigolf. Boom. Ich hab's nicht, ich weiß nur, dass es existiert. Achso. Ich hatte es mal, aber es war extrem kacke. Das Einzige, was ich noch habe, ist das da. Nee, das ist doof. Das hatte ich auch. Das ist doof. Macht man einmal so. Nee, macht man. Hab ich noch das da? Ich fühle mich wieder wie 8. Was? Wie 8? Das, die jeder hatte. Ja, das ist wohl wahr. Das klingt ist... der Name von dem Scheiß. Ja, ja, ist ja auch so. Jetzt aber ohne Scheiß! Die hat ja halt wirklich jeder. Also, heutzutage noch aus unseren Generationen. Heutzutage, ja, heutzutage nicht mehr. Domino Day! Weil jetzt noch connected. Grün muss man anfangen. Hallo! Da hättest du nicht anfangen dürfen. Billig fängst du so rum an. Nein! Nein, du fängst bei dem Grün an. Hier. Da fängst du an. Das Ding ist ja grün. Oh. Klappt gut. Klappt sehr gut. Siehst du? Geht doch weiter. Oh. Die Kugel klappt auch sehr gut. Also warum er das gebaut hat, hat es ganz schön scheiße gebaut. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Physics-Update gab. Und dass das Physics-Update alles gefickt hat. Ja. Ja, hier geht schon auch wieder nicht weiter. Oh wow. Ich glaube, eigentlich sollte die Kugel da schon liegen. Nein, die Kugel sollte jetzt gerettet werden von dem Domino. Und dann das Herz auslösen, was auch nicht geht. Oh, ey, 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 Slow-Mo! Hat sich nur ein bisschen. Wow. So krass. Oh Gott. Ja, aber wirklich. Look at all these Domino Stones! It's snowing. What? Ich bin jetzt auf. Long time no see. Haben wir früher echt viel gespielt. Ja. Dann ging es dann lange Zeit nicht mehr und seitdem ist es nie gespielt worden. Moment, habt ihr Errors, wenn ich den Scheiß lade? Yep. Bei euch sind die RC-Cars echt kaputt. Ja. Bei mir funktionieren die immer noch. Ach, schon funny. Was leider war. Vielleicht, wenn wir unsere Physics runterstellen. Hat nichts mit den Physics zu tun. Aber ich lade die Objekte gar nicht mehr. Wir können die Assets nicht mehr laden. Oh, das habe ich auch noch. Nee. Das funktioniert auch. That's not how that works. Irgendwie, wo ist der Pokalo? Ich weiß, wie das geht, ja. Ja, ich hab ein Tor! Mist. Where the hell are we? No. Warum sind da einfach nur Figuren? Weil, because. Welche Figuren? Ah? Snake Oil. Ach, Snake Oil, das ist Cards Against Humanity auf anders. Ich hab ein paar Karten gezogen. Im Endeffekt, in dem Spiel geht's darum, du bist ein Salesman und musst dann, so zum Beispiel, also ja, du hättest jetzt Karten auf der Hand, jeder hat irgendwie, ich glaube, 7 Karten oder so. Ja, ja, wenn's geladen hat, ne? Was so, bei dir hat's nicht geladen. Das hört noch sich nicht, gut. Noch nicht. Jetzt hat's geladen. Du hast halt 7 Karten auf der Hand oder so, ja, und dann hast du hier verschiedene Professionen, ja, zum Beispiel müsstest du da versuchen, so, ich wäre jetzt zum Beispiel neu liiert. Das Problem ist, achso, warte mal, nee. Da brauchst du mehr Leute für.
Richtig. So. Macht viel, viel mehr Sinn so, ne? Zum Beispiel, jetzt wäre so, ich neun... jetzt einfach das. Nein, aber... Schwangere Frau, Alter. Will ich nicht. Ach so, lol, hä? Und ein Cheerleader. Die haben zwei Seiten. In zwei Vorwissungen, ne? Zum Beispiel, ich... nehmen wir einfach dein Beispiel, ja? Du bist ja jetzt zum Beispiel eine schwangere Frau, ja? Ja. Und dann muss ich dir sagen, meine Handkarten, die ich habe was für dich. Ich habe dir die Invention zu verkaufen. Und zwar habe ich die gute Couchrad. Ja, das ist einfach eine Couch auf Rädern, die du per Fernbedienung steuern kannst, damit du nicht mehr irgendwo hinlaufen musst. Das ist das Produkt, was du brauchst als schwangere Frau. Nee. Weißt du, was die schwangere Frau braucht? Eine Lampenbanane. Warum? Pass auf. Das Kind im Bauch will ja auch mal was sehen. Muss da Licht rein! Und dafür brauchst du die Bananenlampe. Also ich finde ja, ich bräuchte ja eher einen Seil. Nee, das ist ein Boot, warte. Ein Kinderseil, womit ich das Kind aufhängen kann. Jo! Alles klar, Endboss, ja, ciao! Und du würdest dann jetzt eigentlich auswählen, was du am besten findest, der kriegt dann den Punkt und wenn du 7 Punkte hast, hast du gewonnen. Ja. Jeder spielt an sich. Und warum kann man das nicht zu dritt spielen? Das macht zu dritt keinen Sinn, da brauchst du schon was doof. Nein, wir spielen kein Skat. Ich wollte den Tisch einfach mal laden. Zum Speichern. Weiß halt nicht, also Kevin, willst du überhaupt noch was machen? Nee, tatsächlich nicht. Was? Nee, tatsächlich nicht. Ich denke mal, wir machen hier Schicht. Gut. Das passt schon ganz gut. Und mit dieser Herrenenttäuschung zurück ins Zelt. Peace. Bis der Tisch. Dabei bin ich fast bei 103.000 Kanalpunkten. Fehlen mir nur 10 nicht. Punkte für. Tja. Da habe ich nicht. Das Einzige, was ich habe, ist hier. Ich weiß gar nicht, ob es noch existiert. Habe ich ein paar. Ja, da hat auch Morph mehr.